Pokémon Nuzlocke. Heute mit Ilias und mit mir. Wer hätte das gedacht? Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Session Pokémon Nuzlocke mit Ilias. Mit mir, meiner Wenigkeit. Ich mach mich jetzt ein bisschen frei. It's getting hot in here. Der Chat schreibt, dass ich pünktlich bin. Du bist pünktlich. Und ich bin auch derselben Meinung. Ja, ich bin auch der Meinung. Du wirkst überhaupt nicht so, als wärst du gerade hergeeilt. Nein. Und als würdest du hier schon 5 Minuten vor der Sendung sitzen, wie es sich gehört. Ich finde es fantastisch. Fantastisch. Sehr schön. Die Realität ist, ich bin vor 10 Sekunden hier reingestürmt und habe Anschluss bekommen. Zu Recht. Zu Recht, finde ich auch. Aber jetzt bin ich da und ich gelobe Besserung. Aber das ist alles egal, denn jetzt geht's rund. Jetzt ist es soweit. It's Nuzlocke-Time. Weißt du was? Bevor wir anfangen, erstmal was trinken. Du musst erstmal runterkommen. Du musst dich erstmal akklimatisieren. Zum Wohl. Dankeschön. Das ist richtig nett von dir, Wirt. Denn wir werden jetzt erstmal hier die ganzen Elektrobälle bashen. Und dann heilen wir uns und gehen ins, hier zum Arenaleiter Norbert. Und dann wird der gebasht. Ja, aber was geht eigentlich ab? Okay, ich sehe schon. Wir können ja schon mal ins Game reingehen. Wir checken nochmal die Lage. Also, wir sind hier in dem Versteck von Team Rocket. Mit diesem Gerät haben sie dieses. Wir gehen gleich nochmal rein. Da war ja noch was. Wir müssen hier noch ein bisschen umstellen. Müssen wir mal vorbereiten. Aber wir können ja schon mal recampen, was passiert ist. Also wir waren ja beim See des Zorns. Genau, also erst einmal, wenn sich jemand wundert, okay, what the fuck, warum sind die jetzt auf einmal im Kern des Team Rocket-Verstecks? Wir hatten am Freitag einen Extra-Slot. Genau. Weil das Pen and Paper ausgefallen ist und wir den Slot ausfüllen durften mit Pokémon Nuzlocke. Habt ihr entschieden, wir hätten auch Pokémon Schwert und Schild weiterspielen können, aber Community hat gesagt, ey, spielt Nuzlocke weiter. Genau, und ich glaube, dass das nicht der einzige Doppelslot gewesen ist. Vielleicht. Was? Du meinst, wir kriegen vielleicht einen zweiten Sendeplatz? Vielleicht. Wir bestätigen noch nichts, aber eventuell kommt dann noch mehr Nuzlocke in der Woche. Und das bedeutet dann auch, dass wir eventuell sogar noch früher fertig sein werden. Und dann werden wir schauen, wie es mit der Nuzlocke-Saga weitergeht. Oh, die Saga? Das ist so ein Universe. Das ist mittlerweile Alter, ein Universe. Das ist Pokémon Nuzlocke Universe. Absolut. Wir haben es als erstes gesagt. So, wir sind hier im Kern und müssen jetzt die Elektrobälle alle vernichten. Genau, weil wir damit diesen Radar kaputt machen, der dann die ganzen Pokémon zum Durchdrehen bringt, dadurch zum auch dieses rote Gyarados entstanden zum ist. Das rote Gyarados haben wir übrigens gefangen. Genau, das haben wir gefangen. Wir haben auch Jasmin besiegt? Wir haben Jasmin besiegt. Jasmin. Sorry, ich spreche sie komisch aus. Jasmin. So, das Ding ist, wir haben jetzt unseren Dracarys an den Anfang gestellt. Jetzt kämpfen wir gegen Elektrobälle. Wollen wir Alpollo nach vorne bringen oder wie sieht's aus? Ja, eigentlich ist die sichere Art, dass wir dann Alpollo nach vorne schicken, weil wenn die jetzt Finale oder Explosion machen, haben wir ein Problem. Und unser Dracarys hat schon ein Finale überlebt. Gerade so. Ja. Und wir wollen es ja nicht irgendwie ausreizen. Wir wollen es ja irgendwie nicht darauf ankommen lassen. Wir spielen safe und sicher. Okay, viele Leute im Chat und auch im Forum und auch in den YouTube-Kommentaren haben geschrieben, dass sowohl Alpollo, zeig mal unser Team gerade, sowohl Alpollo, Budi als auch Gunnar, die haben keine Zukunft. Die haben keine Zukunft. Die haben keine Zukunft und zumindest was Gunnar betrifft, da stimme ich bei. Gunnar hat keine Zukunft. Steuerung F hat keine Chance. Das stimmt nicht. Nein, ich liebe dich, Gunnar, alles gut. So, zeig mir mal ganz kurz seine Werte nochmal von Budi. Ja. So. 41, Alter, 76 Spezialangriff. Ist recht gut. Aber Verteidigung ist halt komplett für den Arsch. Aber wenn du ein Geist bist, brauchst du keinen. Aber auch Spezialverteidigung ist halt kacke. Ja. Egal, wir machen jetzt erstmal so weiter. Hey, zeig mal kurz Gunnar. Ja, Gunnar, ich glaube, er war am Anfang recht gut, aber jetzt im Late Game schwierig. Das ist so dumm, dass wir ihm Donner gegeben haben. Sein Spezialangriff ist einfach mal 37. Ich würde sagen, wir bringen ihm was Neues bei. Also er wird ja mit Level, jetzt müsstest du mich korrigieren, Level 33 Superzahn erlernen, was ganz gut ist, weil das haut ja damit die KP des Gegners auf ein. Ist zum Fangen recht gut, aber dafür muss die Genauigkeit erhöht werden. Ja. Gunnar. Ja. Ja.
Ich guck das gleich nochmal nach. Aber ich würde sagen, wir lassen erstmal so. Wir kämpfen weiter. Und vielleicht nach dem Arena. Leider ja, können wir also, unseren pass auf, Kader ein wir bisschen machen jetzt erstmal hier diese Elektrobälle, wir machen dieses Versteck zu Ende und dann checken wir erstmal, ey, was haben wir in der Box und was geht eigentlich ab? Was ist in der Box? Was ist in der Box? Ah, Superzahn halbiert nur die HP. Das steht sicher. Okay. Richard. Spukball. Du kannst ja in der Zwischenzeit vielleicht wieder die Tabelle raussuchen. Ja. Ich hab die Tabelle schon wieder gefunden, aber ich habe sie diesmal nicht dabei. Scheiße. Mein Fehler. Also unsere Drehscheibe. Oh, Funk. Wir das nächste Mal wieder mit. Ja. So, ich mach erstmal die Routentabelle hier auf. Uli. Nochmal fettes Danke an alle Community-Mitglieder, die an dem Shit mitmachen und. Guck dir erstmal, ein Funkensprung hat fast die Hälfte unserer KP hier weggehauen. Holy shit. Ja. Gut, dass wir ein Vieh nach dem anderen machen. Ah, die dürfen wir auch nicht fangen, ne? Nee, wir dürfen ja nichts mehr fangen. Wir hatten ja schon was gefangen. Ich weiß, hier in dem was. Team Rocket ja. Wirklich? Ja, hier hatten wir schon was gefangen. Ich glaube, es war ein Voltoball hatten wir gefangen. Ja? Hannes! Haben wir Hannes? Ja, Hannes ist ein Voltoball. Ja, tatsächlich, das ist richtig. Haben wir hier gefangen und vielleicht sollten wir das dann trainieren. Ja. Es ist, ein sehr schnelles Pokémon, wenn es zu Elektroball wird, so wie ich gehört habe. Okay. Bin natürlich sehr gespannt, wie der nach der Arena-Leiter sein wird, ne? Also. Norbert? Ja, bei Jasmin. Oh, Walzer. Bei Jasmin hatten wir ja recht Glück gehabt, dass das Level 35er Pokémon genau die Schwäche hatte, was unser Pokémon gerade hatte. Ja. Also, wir hatten ja einen Impagator zu dem Zeitpunkt draußen gehabt und dann kam ja. Okay, ja, es ist langsam, aber sicher ist es kritisch geworden. Okay. Heilen und weiter oder nicht heilen und weiter? Ich würde jetzt erstmal weitermachen. Okay. Okay, hier die Routentabelle ist am Start. Hier ist die Übersicht. Ey. Oh, Walzer ging daneben. Nice. Blade Wolf fragt, ob Annette heute wieder anruft. Annette ist ein Teil unseres Let's Plays. Sie ist. Sie wird uns. Das letzte Mal hat sie ja fast nicht angerufen und da. Da hat sie ein bisschen geschmollt, glaube ich. Ja, aber ich habe sie auch ein bisschen vermisst. Das hätte ich niemals erwartet. Ja, und ich glaube, nachdem du jetzt gesagt hast, dass du sie vermisst, wird sie erst recht penetrant sein. Scheiße. Du darfst ihr doch nicht den kleinen Finger geben. Ja, Mann, ey. Ich hab so das 1x1 habe ich verkackt. So. Weißt du noch, bei dem 2 gegen 2 Kampf, wo er sein Pokémon besiegt hat? Aber warum nochmal? Ich glaube, weil du Surfer eingesetzt hattest. Ah, stimmt. Oh, was bekommen wir hier? Oh, VM05. Was ist das nochmal? Früher war es Surfer. Whirlpool ist es mittlerweile. Okay. Alter, dann können wir jetzt bald zu Lugia. Ich glaube, wir brauchen aber noch Kaskade. Ja, die ganzen Strudel und so vorbei, ne? Strudel im Wasserfall. Ja. Ist Whirlpool eine starke Attacke? Ich glaube nicht, ne? Das war so eine Attacke, die über mehrere. Ich weiß Runden es nicht, geht. Man muss mal schauen. Ja. Rosenberg schreibt, Elias hat das Stockholm-Syndrom. Vielleicht. Maybe. Oh, für Lugia braucht man nur Whirlpool. Brauchen wir nur Whirlpool? Schreibt zumindest hier Ken. Wollen wir ihn fangen? Brauchen wir ein legendäres Pokémon? Ja, ich glaube noch nicht. Ich glaube, das Stärke nur Lugia 15. würde uns, ja, es bringt uns zerstören. Lugias Level. 50 oder so. 50 plus. Glaube ich. Oder 40? Ich weiß es nicht. Kann sein. Ja, warte, hier teleportieren wir uns schnell wieder zurück, ne? Zum Eingang? Ja, so war das. Okay. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Arena-Leiter machen, ja, ja. Ne? Also da kann ich ja googeln, was für Level er hat. Genau, wir werden ja jetzt nicht mehr grinden gehen. Also ich mach das tatsächlich jetzt nur gerade aus Neugierde. 40. Bisa-Fans natürlich. Bisa-Fans. Ansonsten Ultrigaria Fanatics sollte auch nicht schlecht sein. Ho-Oh soll Level 70 sein. Ja, genau, stimmt. Annette! Als
hätte sie beschworen, ey. Na gut, gehen wir ran. Ich hoffe, also wollen wir wirklich rangehen, Wirt? Ja. Bist du dir sicher, dass wir da rangehen wollen? Ja, vielleicht motiviert sie uns ja vor dem Kampf noch. Ein bisschen, Jungs, ihr schafft es! Also wenn wir rangehen, dann sollten wir jetzt rangehen. Ah, hi, ich bin's wieder, die Annette, Cormi und so weiter, wisst ihr Bescheid? Ja, die von da bin ich. Ich hab auf meinem Rücken noch ein bisschen Platz für euren Rutenschlag frei, also sag Bescheid! Was meint sie damit? Ich gucke weiter, was mit Norbert ist. Und werde... Also, der Rutenschlag, der schwächt ja die Verteidigung. Oder? Ich glaube, das hat sie nicht mit Rutenschlag gemeint, Wirt. Ey, Bisa-Fans, warum gibt es keine Aufstellung von allen Arena-Leitern? Jetzt mal ohne Scheiß. Nein, wer ist der wir dürfen nicht auf die dunkle Seite. Wer ist der Redaktionsleiter von Bisa-Fans? Schnitt ihr jetzt allein. Das wäre der geilste Twist. Das wäre so gut. Okay. Na. Ich hab mal unseren Suicide-Boy mal nach vorne geschickt. Okay, Wirt, ey, von den Level her kriegen wir das hin. Level 34? Ja, gut. 34, 30, 32, 34. Darf nur kein Wasser-Pokémon sein. Agronio! Ich habe auch schon gehört, wir sollten nicht so oft... Oh, wir haben Flammensturm. Glut benutzen, weil Glut nicht so stark ist wie unser... Ja, das ist Flamme. Ja eh aber das ist jetzt hinfällig. Hornliu! Aber in der Arena leider Moment, heute. Sind wir jetzt in der Arena? Ja, wir sind in der Arena. Das sind die Trainer. Okay. Wir haben halt nur ein richtig starkes Pokémon, ne? Nein. Geh mal kurz. Wir haben mehrere starke Pokémon. Okay, 31. 35. Okay, Gino Plus ist auch gut. Ja. Gino Plus haben wir noch nie im Einsatz gehabt, ne? Was kann das denn für Attacken? Oder? Hatten wir Gino? Doch, Gino Plus hatten wir. Kraftbälle. Können wir dem irgendwas Cooles beibringen? Lass mal zumindest Stärke beibringen. Nee, zeig mir mal noch mal kurz die Werte. Ah, okay. Ich wollte gerade die Stärke beibringen. 48. Also wir sollten schon auf Angriff gehen. Das Ding ist ganz schön fix, ne? Ja, aber die Verteidigung ist nicht gut. Das stimmt. Ah ja, hier. Wird noch wichtig gesagt. Gino entwickelt sich durch Zuneigung tagsüber. Ja. Also das heißt, wir müssen Gino gleich vorne hauen, ihn die ganze Zeit anquatschen, nachher noch zum Friseur. Ja. Ja. Und dann wird er schon. Okay. Sanftglocke hat es sogar schon. Nee, ja? Wir haben den EP-Teiler. Ah, okay, dann sollten wir mal. Wollen wir den EP-Teiler jemand anderem geben? Und ihm Sanftglocke? Aber erstmal die Erfahrungspunkte geben, damit er stärker wird? Oder machen wir Budi stärker? Naja, ist Budi eine Option? Ach, Budi und Gunnar haben ja keine Zukunft. Das klingt so verkehrt. Out of context. Okay, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, dann lass mir den EP-Teiler erstmal da. Lass ihn bis 30, okay. Damit wir eine schöne runde Zahl haben. Alles klar. Ich gehe mal zum Snowboarder. Wir spielen heute bis 18.30 Uhr. Danach beginnt dann wieder Nerd of the Rings. 2,5 Stunden heute? Yes, sir. Kangama. Das ist ein Normal-Pokémon, ne? Ja. Flammsturm. Oh, shit, das hat eine hohe Verteidigung. Puja. Ja, Tragosses Mutter wird hier gerade geschrieben. Gekabor. Okay, das ist gut. Das ist ein Pflanzenstarter. Ja, gebt uns alle Pflanzen- und Käfer-Pokémon. Oh, ich glaube, es wird 36. Nein! Die EPs wurden geteilt. Ja, Snowboarder Kuno. Ah, das ist so ein kleines Rätsel.
Ah. Gab's das auch im Original? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind alle ein bisschen abgeändert worden. Louis. Voltoball. Soll ich trotzdem? Oh, shit. Oder glaubst du, er macht Finale? Ich wechsle mal sicherheitshalber. Ja, wechsle mal Budi ein. Aber das ist keine zuverlässige Taktik. Budi hat keine gute Spezialverteidigung. Und Verteidigung erst recht. Ja. Aber wenn das Ding gleich zu Anfang mal Finale einsetzt, sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Okay. Ach so, das ist dieser Heißluftballon. Aber was soll ich dafür benutzen? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Das ist ein Geist-Pokémon, ne? Das entführt doch Kinder, das Pokémon. Ja. Doch, das steht doch sogar da. Ich weiß. Das entführt Kinder. Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. Wenn es der Heißluftballon ist, dann benutze ich eine Unlichtattacke. Also es ist die Weiterentwicklung von dem Heißluftballon. Der entführt Erwachsene. Eieiei. Wolltest du keine Unlichtattacke einsetzen? War das nicht eine Unlichtattacke? So eine Geistattacke. Ist auch effektiv. Weil er auch ein Geisttyp ist, glaube ich. Ja. Oh oh. Oh oh. Puh. Was? Finalschlag? Alter. Ey, ohne Scheiß, sowas könnte uns richtig bumsen. Was war das denn bitte? Das ist halt seine Fähigkeit gewesen. Seine Pokémon-Power. Maske Regen, das ist so ein... Das ist doch, Wasser... Was, ein Käfer? Also der erste, das ist... Die erste Entwicklung heißt Geweiher, das ist, glaube ich, ein Wasser-Pokémon. Das ist doch halt dieser Wasserläufer, ne? Glaube ich. Ist es nicht dieser Wasserläufer? Ja, also ne? Ist die Weiterentwicklung. Also wir brauchen ein Elektro-Pokémon. Gunnar einsetzt. Aber Moment, ich glaube, es ist eine Pflanzen... Also entwickelt sich weiter als ein Pflanzentyp. Aber es ist immer noch ein Wassertyp. Ich weiß nicht. Gunnar, du bist dran. Du musst dich beweisen. Du musst um deinen Kampf hier Alter, Käferflug. Kämpfen. Ciao. Ja, Donner. Oh ja, tatsächlich. Gunnar weiß, es geht um seinen Platz. Es geht um seinen Scheißplatz. Ja, Mann, ist wie ein Fußballspieler. Oh shit, ich will nicht auf die Ersatzbank. Oh shit, ich muss dem Coach zeigen, was ich kann. Alter! Erst trifft er nichts und hier jetzt. Bam! Scharfschütze, Gunnar. Ey, wenn der noch Regentanz lernen kann, ne? Bring der Rad Regentanz bei. Das ist ein lustiger Gedanke. Okay, weiter, ne? Wir müssen auch nicht hier zum Poké-Center. Ich glaube nicht. Boah, es geht. Ukodil ist ein bisschen angeschlagen, aber. Okay, dann machen wir erst weiter. Machen wir weiter. Nach dem nächsten gehen wir dann. Ja, warte, ich nehme noch alle mit. Okay. Dann nehmen wir die hier. Machen wir es so. Svenja. Bitte. Okay, das ist bitte. Gut. Bitte. Hallo, Tornuk, du. Sie werden so schnell erwachsen. Hätte das gedacht. So, unser Lone Survivor gegen Kai. Alter, ja, stimmt. Ja. Das ist ein True Survivor. Ja, Mann. Raus aus der Pubertät. Oh, yeah. Give me that dragon. Mm. Yeah. Nice. Gehört jetzt zu meinem Lieblings-Pokémon. Ja? Ja. Ja, so mein erstes Pokémon ever, das ich auf Level 100 gebracht habe. Ja? Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was. Ich glaube, meins war tatsächlich Glurak. Wo ich mit Shigi damals angefangen hatte. Ich war so stolz auf dieses Pokémon. Ich würde so viel dafür geben, mein altes Modul mit dem Pokémon wieder zu bekommen. Wollen wir noch weiterkämpfen? Ja, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Vor Kurt gehen wir nochmal zum Pokémon Center.
Norbert hat ein Geheimnis? Oh, drei. Eddie! Alter, scheiße. Ey, komm, Eddie mit Radfratz. Alter, guck dir dieses Vieh an. Diese Mähne. Zeig mal gleich die Werte, die haben sich bestimmt verändert. Ach stimmt, hätten wir vorher nachher mal schauen müssen, ne? Schlup. Das ist die Vorentwicklung von Schlurp, oder? Nee, das oder? Ist dieses Gift-Pokémon. Gift-Pokémon. Das aus einem großen Magen besteht. Dann nehmen wir doch Krokei. Ist es nur vom Typ Gift oder hat es noch andere Typen? Ey, mittlerweile... Es ist die Weiterentwicklung von Schlurp. Was habe ich denn gedacht? Mit was habe ich denn jetzt verwechselt? Schlurp. Ja, machen wir Fliegen. Ich habe es mit Schluppbuck verglichen. Ach, das verwechselt, das ja. Ja, Volltreffer. Der Chat schreibt, dass es das Spotify-Logo auf dem Bauch hat. Stimmt. Na, oder es hat WLAN. Boah, jetzt ist der Chat wieder so gemein, weil ich mal wieder was falsch gesagt habe. Ey, ihr wisst doch schon eigentlich, wie es mittlerweile bei uns ist. Oh. Wenn wir nichts sagen, sind wir öfters richtig. Ja, ohne Scheiß, einfach die Fresse halten. Ja. Am Bedivel. Das ist die Weiterentwicklung des... Tell me. Flüstert mir einfach. Ja, ja. Das Arsch. Das Arsch. Oh, okay, dann wird's verprügelt. Also von Griffel, ne? Ja. Ja. Vielleicht. Ich hab nichts gesagt. Ja, es hat zwei Hände. Ah. Kraftwelle, komm. Du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, es kommt sofort raus. Das kommt sofort wieder raus. Holy shit, dieses Baby. Ja, seine Verteidigung ist halt miserabel. Ja, aber die Baby-Pokémon haben nichts drauf, ey. Null Verteidigung. Aber gut, hat Erfahrungspunkte. Alter. Geh mal ins Pokémon Center. Ja, aber sofort. Das Ding kämpft nicht mehr. Checken wir dann gleich noch Tornupto ab. Wir haben noch einen Sonderbonbon. Nee, das heben wir uns für vor der Pokémon-Liga auf. Okay. Lyra! Wer ist das? Ist das nicht unsere beste Freundin? Die Nachbarin? Das weiß ich nicht. The girl next door? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht diese nützlichen Leute wegdrücken. Das sind alles nützliche Leute, auch Annette. Mhm. Oh, wir sollen Eddie nochmal ansprechen? Ja. Ja, ich kenne sein dunkles Geheimnis. Was ist sein dunkles Geheimnis? Was ist ein Shiny? Ja. Ja. Yeah. So genau, ja, erstmal hier die Werte abchecken. Spezialangriff 96. Alter, guck dir die Geschwindigkeit an, ey. Geil. Geil, geil, geil. 95. Spezialverteidigung miserabel. Ja. Ja, ist nicht perfekt. Ja, sagen wir es eher so. Aber ich würde den mal da rausnehmen aus dem ersten jetzt. Wir kämpfen jetzt gegen Norbert. Da will ich doch nicht auf irgendein auf Nummer unsicher gehen. Da will ich doch erst recht. Ja, aber er fängt ja mit einem Level 30 Pokémon an. Wen willst du als erstes drin haben? Ach shit, jetzt mach ich den Fehler nochmal. Achso, haben wir alle Trainer besiegt? Ja, haben wir. Du musst Eddie noch ansprechen. Ja, mach ich. Aber welches Pokémon willst du dann vorne haben? Sollen wir dann das Ukodil vorne haben? Ja, dann erstmal Ukodil. Oh, stimmt. Okay, speichern wir ab. Schon weit gekommen.
Okay, dann hören wir uns doch mal das an, was Norbert uns zu sagen hat. Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen. Hallo, ich bin Norbert, Arenaleiter aus Mahagonia City. Und meine Spezialität sind Eis-Pokémon und noch was anderes. Ins dein Gesicht! Gesicht. Gesicht. Warum sind alle Arenaleiter so Freaks? Echt, der ist das Schlimmste, der hat einen Trenchcoat an. Der sieht aus wie ein... Er sieht aus wie was. Ich glaube, die sind alle mit untereinander verwandt, die Arenaleiter. So eine Vetternwirtschaft. Also, ich empfehle dann hier den Cousin von mir weiter. Sieht aus wie so der Typ, den du so um 2 Uhr morgens so auf der Straße siehst und, und deswegen die Straßenseite wechselst. Ja. Okay, dann klatschen wir Norbert mal, oder? Ja, komm. Willst du den Kampf machen? Wenn du nicht willst, mach ich den. Mach du mal den Kampf. Okay. Pokémon und Menschen müssen vieles auf die harte Tour lernen. Mhm. Höre auf den Rat eines Erwachsenen. Ich habe schon Pokémon trainiert, bevor du überhaupt geboren wurdest. Ach ja, alles lieb klar, ich Boomer. Ja dieses Argument. Ja. Kannst mich nicht besiegen. Ich bin Norbert. Ja, ja, Boomer. Der Wintertrainer. Der Wintertrainer. Ich werde dir nun meine Macht demonstrieren. He knows nothing. Norbert, hm? Mhm. Let's go. Blinfa. Siehst du? Guter Call, dass wir den Dude gewechselt haben. Ja, ja, jetzt gucken wir mal, was wir... Was machen wir denn? Knirscher? Ja, mach Knirscher. Da haben wir die Möglichkeit, dass er zurückschreckt. Ist Geduld effektiv gegen Geist-Pokémon? Geduld ist eine Normalattacke. Ja, wird eine Normalattacke von einem Geist-Pokémon getroffen? Naja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, was soll das denn heißen? Ja, weil ich bin ja keine. Anscheinend bin ich ja kein Pokémon-Experte. Hier steht. Herkules sagt, Geist rein, easy. Nein, Geduld ist normal. Nein, nein. Der überlebt nicht lang genug. Geist-Pokémon sind safe. Ich bin nicht sicher, ob ich auf den Chat vertraue. Tausch auf Booty. Ja, na gut. Geduld geht gegen Geist ins Nichts. Ich bin mal gleich gespannt. Ich hab dir gesagt, vertrau nicht auf den Chat, Mann. Ist egal, Budi hat... Ich hab's dir gesagt. Budi hat überlebt. Vertrau nicht auf den fucking Chat. Budi hat aber trotzdem überlebt, alles Sei gut. Sei nicht so naiv. Hör auf, so naiv zu sein. Ey, die wollen unser scheiß Blut. Ich habe euch eine Chance gegeben. Euch da draußen. Und ihr habt uns verarscht. So, was machen wir hier jetzt? Gegen Siana? Das ist ein Psycho-Pokémon, das heißt, wir ist brauchen Unlicht. Ist Unlicht gut? Ja, ja, Unlicht ist gut, also pack Impagator rein. Ukodil und dann... Die fucking Snitches, ey. Also entweder ein Geister-Pokémon, natürlich mit einer Geisterattacke wäre ganz gut gegen Psycho, aber das Ding hält nicht mehr lang. Deswegen schön Unlicht. Oder eine Geisterattacke würde auch reichen. Die diskutieren da gerade. Die sind sich selbst nicht sicher. Die meinen, dass in der zweiten Generation war es uneffektiv. Mhm. Die ja, hat ja auch irgendwie sowas im Kopf. Ja, ja. Alles klar, Chat. Holy shit. Konfusion macht gut Damage. Na gut, das ist Level 32. Jetzt kommt sein Stärkstes. Ja, Mann. Scheiße, das ist Level 31, ne? 35. Ja, aber unsers. 34. Ja, Kawabanga, surf mal weg. Bruder muss los. Das macht nur 40 Schaden, das macht nur 40 Schaden. Wir haben noch genug. Wir haben noch 27. Fick die Henne. Wir benutzen Hypertrank, er benutzt Hypertrank. Ja! Kein Hypertrank! Kein Hypertrank für dich! Bummst dich weg! Ins dein Gesicht.
Oh Mann, ey. Drachenwut. Nicht mit uns, Chat. Nicht mit uns. Not today. Ja, gut Cash hier, ne? Gut Cash für eine gute Sash. Alle Widrigkeiten dieses Lebens mühelos überstehen, du bist dieses Ordens würdig. Ausgezeichnet. Dieser Orden erlaubt es deinen Pokémon, die Attacke Whirlpool zu erlernen, mit der du selbst rasende Stromschnellen überqueren kannst. Und das hier ist ein ganz besonderes Geschenk von mir. Blizzard. Was ist Blizzard? Eisstrahl? Hagelsturm. Er kam gar nicht dazu, die Attacke einzusetzen. Alter Bubi. Siehst du das? Da bei uns hier? Ja. Ist nur noch ein Orden. Ja, noch ein Orden. Ein fucking Orden. Aber ich würde mal sagen, Pokémon Center, Lucatia City, Haarschnitt für so Baby-Pokémon, Sanftglocke geben und in die nächste Region, oder? Ach ja, und also Gunnar war gut, ne? Aber geh mal ran. Oh, wollen wir ihn austauschen gegen Hannes? Gunnar? Ja. Immer im Radio geschieht gerade irgendwas Merkwürdiges. Ich höre immer bloß Team Rocket. Da dachte ich, ich rufe mal an. Weißt du, was da los ist? Planen Sie ein Comeback? Das wäre zu abwegig. Entschuldige, ich wollte dich nicht beunruhigen. Take. Ja, wir wollen doch sowieso nach Lucatia City. Oh, der Schwarzgurt. Da ist heute Mittwoch? Ja, alles mit. Okay, dann gehen wir erst zum Schwarzgurt? Ja, können wir machen. Ich spule mal kurz vor. Schon weiter drin. Pokémon. Ja. Das PC. Ring. Ja, Voltoball, ne? Zeig mal erst einmal, was abgeht. So. Funkensprung hatte schon. Walzer? Funkensprung, Walzer. Ja, Kreideschein, Lichtschild. Spezialangriff 38, Verteidigung 31. Aber guck dir die Initiative an. Ja, Initiative ist halt Hammer. Kann bei Berührung paralysieren, ist auch nicht schlecht. Das ist auch gut. Ich traue mich gar nicht, den Chat zu fragen, was wir machen sollen. Lass mal Plätze tauschen. Ich spiel mal. Ich nehme mal deinen Job. Was wollen wir machen? Ich würde ihn reinpacken. Wir brauchen ein gutes Elektro-Pokémon. Und normal Pokémon haben wir ja schon. Theoretisch. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Weil das ist halt wieder ein Pokémon, das wir hochziehen müssen. Ja, ich guck grad, welches Level. Level 30. Was ist mit Level 30? Entwickelt es sich. Wollen wir das hochziehen? Ja, ich würde ja. Aber ist das wirklich ein... Ist das ein Pokémon, das uns das Zukunft hat? Willst du wirklich in den Chat gucken? Naja, ich würde sagen, bis wir ein besseres haben. Aber es ist eine gute Alternative. Ja, aber ich will nicht, wir haben ja nur eine, du musst es dir so vorstellen, wir haben nur eine begrenzte Zahl an Erfahrungspunkte, die wir sammeln können. Ja. So, wir haben schon für Gino 1 haben wir schon viel Erfahrungspunkte investiert, die ins Nichts gegangen sind. Ja, aber das passiert halt, wenn du immer ein besseres findest. Willst du jetzt alles in Gunnar reinstecken, wo du weißt, nein, dass am Ende er sowieso ausgetauscht wird? Was haben wir denn alles hier? So, Wir könnten Garados mitnehmen. Aber das ist ein Wasser-Pokémon. Naja, was hat das denn für... Das hat Drachenwut. Hilft uns Drachenwut noch... Oh, scheiße. Hilft uns Drachenwut noch... Im Late-Game? Es macht immer 40 Schaden. Ich weiß gerade gar nicht, wie es aussieht mit... Alter, Angriff 84. Und wir können dem Donner beibringen. Kann es Regentanz? Nee. Das weiß ich nicht. So, hier Lippen schreibt es, Elektro ist wichtig, aber Voltoball ist halt ein Lappen. Okay, gut. Das ist eine klare Aussage. So. Regentanz mit 28, achte Generation.
28? Ja, aber es ist 8. Generation, was hier steht. Was ist das für eine Generation? 7. 4. 4? Ach, stimmt, ja, oh, Alter. Okay, ja, ja, du hast recht. Hi. Garados hat Vierfachschwäche gegen Elektro. Das stimmt, es ist Flug und Wasser. Ja. Aber theoretisch ist es ein Traum. Aber dafür hat es halt 84 Angriff. Ja. Und es ist halt absurd gut. Spezialangriff bei 48. Und Bedroher hat es auch noch, senkt Angriff des Gegners. Ja, ja. Also es ist gut gegen Wasser-Pokémon. Absolut. Es ist auch gut gegen Drachen-Pokémon. Das stimmt. Du hast Windhose. Was ist das? Okay, 40 Stärke ist jetzt nicht das Geilste. Ja. Oh, shit. Okay, was haben wir denn noch? Dann tauschen wir Gunnar gegen Garados aus. Moment, was haben wir noch? Das heißt nur Garados haben wir mit dem nicht. Nee, Seamonster ist das. Seamonster. Seamonster 2. Ja, Seamonster 2. So, wir haben hier noch Doom. Ja, aber wir haben normal Pokémon. Andy Strauß haben wir hier. Andy Strauß kommen wir leider nicht zu Lacho King. Konfusion, Aquaknarre, ja, zu viel Wasser. Ja, zu viel Wasser, das ist das Problem. Was haben wir hier noch? Bist du IGN? Wieso? Kennst du das Meme nicht? Ja, als die Pokémon reviewed haben, glaube ich, Omega Dingster, da meinten die ja so, ja, das ist ein schlechtes Pokémon, zu viel Wasser. Wirklich? Ja. So, wir haben hier noch Arnok. Ja, Gift brauchen wir nicht. Potrot brauchen wir auch nicht. Ich würde Garados reinhauen. Ja? Ja. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Garados und Erfahrungspunkte und gehen. Die Erfahrungspunkte gehen nicht verloren, weil wir immer noch gegen wilde Pokémon grinden können. Du denkst jetzt gerade nur an Trainer. Ja, stimmt. So, was ist denn... Svidius schreibt Blitzer machen. Nein. Es wurde gewotet, dass wir einen Nachtmara draus machten. Ein Nachtara. Aber wir brauchen im Moment kein Unlicht-Pokémon. Blitzer würde alle unsere Probleme lösen. Ja, hättet ihr für Blitzer gewotet. Aber vielleicht finden wir noch ein starkes Elektro-Pokémon. Wasser-Pokémon. Okay, ich möchte eine Entscheidung. Entweder Garados oder Voltoball. Garados. Pack Garados. Aber an. Garados hat keine Elektro-Attacken. Bring's ihm Donner bei, in Dukatia City. Kann es denn hat das Regentanz erlernt? Das müssen wir mal wirklich mal checken. Willst du wirklich dann extra noch einen Attackenslot für Regentanz? Also wenn wir Regentanz und Donner, das ist ultimativ. Dann trifft Donner immer. Ja, aber Donner hast du nur 5-mal. Naja, aber wenn wir einen Äther haben, dann nicht. Na gut. Was, irgendjemand, was, Donner auf Garados? Was schreibt der Chat gerade? Mach mal den Superchat auf. Aber Donner Garados ist Müll auf Garados, wahrscheinlich weil der Spezialangriff. Ja, stimmt, ja, die haben recht. Die Donner hat 10 AP. Rechts. Okay. Spezialangriff 48. So schlecht ist das auch nicht. Ich mag Züge. Oh, was machen wir denn jetzt? Garados kann auch Donnerzahn? Kann doch den Donnerzahn? Nee, ich glaube nicht. Kann Garados Donnerzahn lernen? Ey, ansonsten lass erstmal weitergehen. Vielleicht finden wir noch ein gutes, starkes Pokémon. Aber wann kann es Donnerzahn lernen? Das würde mich schon interessieren. Das Problem ist... Ja, du musst auf Bisa-Fans gehen, Mann. Yeah, sorry. Da steht das alles. Ja. Wird, Bisa-Fans. Bisa-Fans, sorry, Mann. Ich bin nah. So. So, 4. Generation. Regentanz mit 38. So, wo ist der Donnerzahn? Hier ist keine Rede von Donnerzahn. Kein Donnerzahn da. Aber ist Donnerzahn vielleicht eine TM? Oder Ach, Mann, ey, das ist mir alles zu anstrengend. Los, komm, wir fliegen jetzt erstmal nach Dukatia City. Ja. So, wir lassen erstmal. Wir machen nichts rein. Wir gucken jetzt erst einmal. Wir können auch direkt nach rechts und schauen, was für ein neues Pokémon wir fangen können. Smart. So, eventuell warte, kommt ein Electek und dann ist eh alles egal. Wir brauchen ein schwächeres Pokémon, das vorne ist. Um es zu fangen. Was benutzen wir denn? Gino? Nee, Krokai. Wingena. Ja, das heißt.
So, lässt er uns jetzt durch hier? Hör mal. Oh, wir müssen den Turm machen. Du meinst den Radioturm? Ja. Ja, dann lass den Radioturm. Können wir nicht mehr, haben wir keine Option mehr, ein Pokémon zu fangen? Route 44, Eisfahrt, Ebenholz City, Drachenhöhle. Ja, das kommt alles später. Ja. Wir haben keine Möglichkeit, was zu fangen. Dann lass doch erstmal noch Dukatia City. Ja, aber da fangen wir schon an, mit diversen Trainern zu kämpfen. Ja, die Pokémon leveln ja mit. Ja, aber... danach kommen. Wo ist Dukatia? Hier. Meine Idee war nämlich, dass wenn wir jetzt in den Trainer, in diesen Radioturm gehen, dass wir da Voltoball mitnehmen, ihn dem EP-Teiler geben. Oh shit, speicher mal kurz. Und dass wir so quasi das Ding hochziehen. Oder eben Gyarados. Ja, aber vergiss hier gerade nicht auch noch die Sanftglocke bei Dings ausrüsten. Okay, Regie, wir starten kurz den Emulator neu. Ah, das ist alles so verzwickt. Ja. Ich dachte, Voltoball ist wack. Ja. Ist er vielleicht auch. Ja. Stimmt, Rob Chang schreibt auch Schwarzgurt heute. Ja, Schwarzgurt abholen. Ich würde sagen, wir starten erstmal das Spiel neu. Ja, wir rüsten nochmal die Sanftglocke und so weiter aus. Wir gehen kurz in Werbung und sind gleich dann wieder da. Für den Radioturm, oder? Ja, bis gleich. Welche Bohne bin ich? Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Willkommen zurück zu Pokémon Nuzlocke. Wir sind in Dukatia City. Wir haben unser vor Lucario eine Sanftglocke gegeben. Wir konnten uns immer noch nicht entscheiden, was wir mitnehmen anstelle von Gunnar. Gunnar, das bleibt erstmal bei Gunnar, würde ich sagen. Ja. Aber das Lucario können wir doch in der Zwischenzeit dann leveln. Sei nicht so enttäuscht. Wollen wir einen Chat, wollen wir ein Vote machen? Was für ein Vote? Was willst du dir jetzt voten? Gyarados oder Voltoball? Ich glaube, Gunnar hat sein Zenit einfach erreicht. Er hat treu gedient, aber jetzt sollten wir ihm die Pause gönnen, die ihm zusteht. Sollen wir ein Vote machen? Ja, machen wir ein Vote. Ja? Ja. Regie, könnt ihr uns dabei helfen, kurz so ein Vote vorzubereiten? Cool. Hammer, vielen Dank. Also, Frage ist, ihr macht einfach nur Antworten, das geht dann schneller, glaube ich. Also, Gunnar. Warte, die Frage ist halt, Gunnar? Nein. Gyarados oder Voltoball? Gunnar heißt dann, Gunnar geht nicht in Rente, Gyarados heißt, Gyarados kommt rein und Voltoball heißt, okay. Voltoball kommt rein. Voltoball nur mit einem L. Okay. So, hier sehen wir mittlerweile, dass Dukatia City komplett von Team Rocket eingenommen wurde. Wir können auch nicht mehr zum Friseuren gehen. Ja, der komplette Untergrund ist weg. Ja. Zum Glück geht noch das Pokémon Center. Können wir gleich noch ein paar Limonaden holen? Stimmt, aber ich kann auch erstmal kurz den Schwarzgurt mal... Ja, mach das mal, während der Vote läuft. Ja. So, fliegen... Wo kommt denn das Pokéball, der Pokéball daher? Ja, weil der Wasserspiegel nach unten gesunken ist. Kennt sich aus. Stimmt, es regnet nicht mehr. Ein erbostes Gyarados hier sein. Oh, okay. Krasse Lore, ey. Es geht. Jo? Okay. Ja, why not? Ein bisschen trainieren müssen wir. Ass-Trainer, jetzt kommen die ganzen Ass-Trainer. 25. Gino Plus, komm. Gino Smash. Gino Smash. Cool. Ja. Nope. Ja.
können es einfach verbrennen. Ja, verbrenne es. Oder wir nutzen Krokei, damit Krokei auch ein bisschen... Ja, lacht. Das ist gut. What? Warum hat Trugschlag getroffen? Naja, kaum Damage gemacht. Das ist okay. Oh Mann, oh Mann. Porygon. Was ist das denn nochmal? Ist es normal? Ist es Psycho? Ich lasse das jetzt erstmal. Ich lasse erstmal drin. Also als Pokémon-Karte die allererste Generation war es normal. Ja? Ja. Ist immer noch normal. Er hätte hier unser Gino schön drauf smashen können. Mhm. Alter, ist nicht schlecht. Steigt stark. Na, wundervoll. Magnetflug? Oh nein. Okay, Erdbeben und so würde zum Beispiel nicht mehr funktionieren. Ja, Erdbeben geht auch nichts gegen unser Krokei. Das stimmt. Nice. 1500, ja. Sind ja schon. Ja, ich habe auch eine Pokémon-Serie eins gesehen. Ein rosa Smetbo. War das ein Shiny? Ja, kennst du die Folge noch, als Ash sein Smetbo freigelassen hat? Ah! Weil es ein anderes Smetbo gesehen hat. Oder stimmt! Und das war rosa. Ja. Glaubst du, damals gab es schon Shinies? Ich glaube, das war sozusagen das erste Shiny. Ja? Ja, also in der Serie. Aber das hab ich jetzt in Schwert und Schild gefangen. Ich muss gerade überlegen, ob ich es auch. Nee, hab ich nicht. Ich will mir ein geiles Lepumentos machen. Ich habe vorhin mit Markus ein bisschen geschrieben. Mhm. Der ist mittlerweile Pokémon-Meister im Ruhestand. Yeah. Versucht jetzt seinen Pokédex zu vervollständigen und züchtet Pokémon. Geil. Also ein richtiger Pokémon-Meister. Sitzt er wahrscheinlich mit Zaus auf seinem Schaukelstuhl und guckt, wie die Pokémon sich entwickeln. Oh, was mache ich? Was halte ich mich denn mit einem Level 12? Wir könnten einfach abhauen. Ja, ist dumm von mir. Du willst ja Erfahrungspunkte haben, ne? Ja, aber das ist halt gar nichts. 49. Liebe Regie, haben wir mittlerweile ein Vote ready? So. Der läuft schon. Können wir mal kurz reinschauen? Bitte? Wollen wir die Ergebnisse schon haben? Ja, komm, hau mal raus. Ja, hauen wir raus. Ja, hau ab, oder? Brauchen wir nicht. Ja. Zeit wahrscheinlich. Die wollen Voltoball haben. Das ist ganz schön knapp. Moment. Nee, warte, die wollen Garados haben. Es ist ein Kopf an Kopf. Es ist ein Kopf an Kopf. Also Gunnar geht sowieso in Rente. Lassen wir es noch 2 Minuten laufen. Das finde ich ganz spannend. Dann nochmal ausblenden und in 2 Minuten schalten wir nochmal zurück. Wenn wir in Dukatia City sind, dann schauen wir uns nochmal an, Pokémon Center. Also schön weitervoten, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr so aktiv seid. So. Ihr könnt ansonsten noch unsere Homepage benutzen und von dort aus voten. Yes. Das geht auch ganz gut. So, Moment mal, wie geht das denn jetzt? Hä? Ich glaube, du musst runter. Du musst erstmal raus aus dem See. Nee. Nach oben? Geh raus. Ja, geh raus. Und dort, wo die Route der Trainer ist, da gehst du nach links. Ah, ja, du hast recht. I forgot. So. Das wilde Pokémon hat uns vor Julian gerettet. Wir müssen mal ein bisschen Schutz und so einkaufen. Du hättest einfach wegfliegen können. Bitte? Du hättest einfach wieder auf die Route fliegen können. Kann man auf die Route fliegen? Du kannst bis zum See des Zorns fliegen. Da bist doch da hin. Aber warum? Ja, okay. Du bist doch vorhin da schon hingeflogen. Ich bin wild. Ich bin auf einmal klug. Auf einmal klug, aha. Mhm. Ich sag dir mal was, Junge. So, jetzt noch runter. So. Ja.
scheint ein bisschen weiter runter. Nee, nee. Hier hoch. Ja? Ja. Ist da wirklich was dran, dass wenn man im hohen Gras nur läuft? Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, höher, dass Random Encounter kommen. Also das merkst geringer, du doch meinst du? Ja, wenn du läufst, ist geringer. Ist höher. Wenn du gehst. Ach so, ja, das meine ich. Jungs. What the fuck? Links rum. Ach, Mann. Links, links. Ganz nach links. Hoch. Das sieht so aus, als ob es hier nicht weitergeht. Ja. Ist da ein Trainer? Haben wir jetzt der Schneider? Nee, ne? Doch. Haben wir. Ah, unser VM-Monster ist Gunnar, ne? Ja. Das heißt, wir müssen ihn ab und zu dann wieder aus seinem Ruhestand wiederholen. Ja. Unser Phantomkommando. Was haben die denn mit Psyana alle? Raus, raus! Was ist los? Ja, Geist. Oh. Ja, Geist geht auch. Booty. So, nach dem Kampf gucken wir uns final den Vote an. Also, wenn ihr nicht abgestimmt habt, dann jetzt. Bitte was? Psycho ist effektiv gegen Geist. Aber Geist ist doch auch effektiv gegen Psycho, oder? Das kann sein. Käfer ist effektiv gegen Psycho. Unlicht ist effektiv gegen Psycho. Was passiert Geist hier gerade? Okay. Psycho ist auch effektiv gegen Gift. Was? Ist das ein Gift-Pokémon? Apollo ist Gift. Psycho Geist, ist Geistgift. Ja, Geistgift und Psycho ist gut gegen Gift. Okay. Mhm. Radikal. Wird verprügelt. Von Gino? Natürlich. Gibt's Schelle. Okay. Tight. Mhm. Hat er die Sanftglocke mittlerweile? Ja. Quappo. Gunnar. Obwohl, das ist ein Kampf-Pokémon, ne? Haben wir eine Psycho-Attacke? Ja, Krokai könnte es eventuell auch machen. Aber wir können auch Gunnar einsetzen. Mit Donner. Komm, wir setzen Krokai ein. Aber der Quappo ist doch Kampf... Kampfwasser. Kampfwasser, ne? Okay, da liege ich nicht falsch. Also, denke ich. Kaulquappenwasser. Aber was ich denke, hier in diesem Let's Play, das... hat uns schon zur der ein oder anderen Bredouille geführt. Ja, ja. Hätte sonst also so einsetzen können. Ist okay. Ja, aber Flug geht auch. Ja, ja, ist okay. Ha! Ja, ah, nice. Was? Lil! Bruder muss los. Ich hätte ganz gerne so einen Togetic, ey. Alter! Achso. Hey, ist doch alles gut. Ich hab gedacht, unsere Attacke ist nein, wieder... Nein. Dö... Krokai. Nochmal fliegen? Ja, flieg nochmal vor. Jetzt bin ich super, Alter. Nein. Oh Gott, ey. Volltreffer. Aber es hat sich selbst gekillt. Okay. Das ist fein. Nice. Krokai muss man so langsam aber sicher Psychokinese oder so ein Shit. Ja, es braucht eine stärkere Psychoattacke. Ich habe es eben gerade gehofft, dass wir eine Entwicklung bekommen. Nee, wir brauchen ja diesen Leuchtstein. Nee, von unserem kleinen Lucario. Ach so. Pri-Lucario. Ah ja, wir brauchen die Auflösung von unserem Vote. Okay. Lass mal checken. Garados. Garados. Alles klar. Alles klar, vielen Dank, liebe Regie. Ja, und dann probieren wir gleich unser Garados. Damit. What the fuck? Gibst du Gino gerade die Schuld, dass wir uns verlaufen haben? Willst du das an dich nehmen? Ja, nimm's. Alter. Modekoffer. Wir haben einen Modekoffer dabei.
Was war das jetzt für ein Sinn? Warum ist hier... Aber, hä? Geh da hoch. Ich wollte gucken, ob da ein verstecktes Item ist. Ah, finde ich gut. Ich mag es, wie du denkst. Was geht hier so? Okay, Ball. Okay, das ist wieder ein Astrainer, glaube ich. Wollen wir zuerst die Pokéball? Das sieht nicht wie ein Astrainer aus. Astrainer sind rot uniformiert. Oh ja, du hast recht. Mitko. Ja, ah! Von ihm kommt es. Mitko Mittwoch. Der Mitko Mittwoch. Ja. Dann musst du meine Brüder und Schwester getroffen haben. Ohne Glück. Okay, wir können hier wieder weg. Sagen wir wollen noch hier. Nee, wir wollen die Pokébälle haben. Pokéball, ja. Wir wollen schon alles erforschen. Dann können wir auf Lucardia City. Links rum. Nee. Oder? Nee. Ja, geht gar nicht. Okay, hast recht. So, hier könnte man auch noch hin. Ja, warum nicht? Alles erforschen. Der Mitko-Mittwoch. Geil. Pokéball. Top. Nice, das wird uns... In der Pokémon-Liga. Yes. Oh, Kurt wartet noch mit Bällen auf uns. Ah, ja. Top-Beleber. Ja, brauchen wir nicht. Schön weiterverkaufen. Ja. So, hier haben wir alles jetzt, ja, ne? Dann fliegen wir zu Kurt und dann nach Dukatia City. Ah, scheiße. Ich kann ja schon mal gucken, was für Aprikokos wir benutzen können. Ich geh erstmal kurz ins Center. Ja, ist klar. So, und dann Gunnar raus? Dann haben wir keinen Zerschneider mehr. Brauchen wir im Moment nicht. Wir gehen erst zu Team Rocket. Da wird erstmal ein bisschen geschnetzelt. Ja, ist dann halt so, ne? Das Volk hat gevotet. Ich glaube auch, dass das Gyarados eine gute Ergänzung ist. Oder was heißt Ergänzung? Ist ein guter Ersatz zu dem, wenn du vergleichst, was wir hier haben. Ey Gunnar, du hast gut gedient. Danke, Gunni. Ja. Jetzt ist aber auch gut. Ja. Jetzt ist Ruhestand. Hätten wir das früher angekündigt, dann wäre ich wahrscheinlich noch draufgekommen. Okay. Kurt. Ach, fuck, stimmt. Und am Aprikokobaum dann auch schütteln. Sympabelle. Fängt Pokémon leichter, wenn das gegnerische Pokémon vom anderen Geschlecht ist. 50-50. Na gut. So. Die schwarzen sind die Schwerbälle. Und die weißen, die grünen sind die Freundesbälle. Was ist rot? Rot sind Levelbälle. Leichter, wenn das eigene Pokémon ein höheres Level hat. Nimm doch mal die Schwerbälle. Oder? Vielleicht wollen wir auch mal noch ein Relaxo fangen, oder? Oder Lugia. Lugia ist schon richtig schwer. Das ist richtig fettes Pokémon, ne? Komm, machen wir das. Ja. Leon schreibt, warum wollen alle die beiden leiden sehen? Das ist eine Frage, die stellen wir uns jeden Tag. Mhm. Leben heißt leiden. Aprikoko weiß. Wo kommt man da immer neue Aprikokos? Das oder sind immer die gleichen. Weiß? Das sind immer die weißen. Okay. So, dann hast du Dukatia. Dann würde ich sagen, kaufen wir noch ein paar Limonaden. Mhm. Im obersten Stockwerk. Lass mal ganz kurz gucken, was für Attacken wir noch kaufen können im Kaufhaus. Nee, was für Attacken wir gerade hier haben. Ah, ja, das ist auch gut. Ja, wir haben noch ein paar VMs. Power Punch. Power Punch ist zum Beispiel... Stärke 150, genau. Wow. Ah, okay. Also wenn er davor getroffen wird, ja,
Das ist wie so eine Art Geduld. Aber 150? Ja, aber der darf dabei nicht getroffen werden in der Zeit. Ah, ja, das muss ein sehr schnelles Pokémon sein. Hm. Okay, gucken wir mal weiter. Hagelsturm, Rock, Heimbau. Lame. Also Stärke würde ich dann Gino beibringen. Ja, passt ja, weil wir kein Radikal mehr haben. Ja. Radikal hatte Stärke, ne? Boah, wir haben richtig schlechte TMs. Ja, lass doch mal hier im Shop in Ducadia City mal gucken, was wir noch alles haben. Ja. Surfer für Gyarados. Finde ich nicht so verkehrt. Wo waren die Limonaden ganz oben? Ganz oben und wo die TMs sind, weiß ich gerade nicht mehr. Weil wir können ja dann nach und nach runtergehen. Ist ein bisschen blöd, weil du die gleich alle einzeln kaufen musst. Achso, ja. Donnerschlag für Tornuftu. Finde ich auch nicht schlecht. Aber gibt's Donnerschlag hier? Lass doch mal gleich checken. Weil wenn ja... Das sind die Automaten, wo du gerade stehst. Ah. Alter, wir haben viel Kohle. TMs sind im vorletzten Stock, wird gesagt. Oh, passt doch. Gehen wir gleich in die vierte Etage. Alter. Buku Money. Nach dem Rocket können wir uns dann wieder mit ein paar Hyperbällen ausstatten, würde ich sagen. Wieder. Endlich mal. Limonada. Okay. So, ist das genug oder noch mehr? Wir haben genug. Ich glaube, wir haben... Wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, 15 oder mehr. Amadeus? Was ist denn Amadeus? Rock me. Hallo, ich bin's Amadeus. Mein Tangolos ist schon wieder gewachsen. Ist das ein Verwandter von Annette? Das war ja schon groß, als ich es anfing. Aber jetzt ist es noch größer. If you know what I mean. Oh ja. Und ich habe gegen ein wildes Novilli-Cut verloren. Ist das Part 2 von Lingxi und Lucy Cat? Es war riesig, ungefähr so groß. Nun, ich glaube, man kann das am Telefon nicht beschreiben. Oh, bitte keine Bilder. Bis demnächst. Okay. Danke. Ach Gott. Amadeus. So. Kaufen. Was haben wir da? Ein flackerndes Licht. Garantierter Schutz in einer hohen Verwendung. Die Energie. Nein. Haltende Attacke. Nein. Ein Wand aus... Nee. Nein. Der die viel Schaden anrichtet. Das ist Hyperstrahl. Oh ja, Hyperstrahl macht, glaube ich, auch nur eine bestimmte Anzahl. Eine gnadenlose Eis- und Schneeattacke, die alle Gegner trifft und sie eventuell einfach das Blizzard. Das Blizzard, oh, Blizzard wäre nice, Mann. Dem Gegner wird ordentlich eingeheizt. Feuersturm. Feuersturm. Das ist Donner. Ja. Ich guck mal, wie Blizzard ist. Wollen wir Blizzard jemandem beibringen? Wir haben ja schon Eiszahn, ne? Mit, aber Blizzard ist auch keine Attacke, die immer trifft. Mhm. Eiszahn schon. TN22, eine Attacke über 2 Sonnenstrahl. Solarstrahl. Sonnenstrahl, Solarstrahl, ja. Ja, und nun? Ach, lass das mal weiter. Vielleicht finden wir gleich noch was im Team Rocket-Versteck. Oder bei Aber können wir jetzt hier vielleicht so Donnerblitz oder so? Ich glaube nicht. Das war's mit den TMs. Echt? ich weiß, wo man... Im Casino gibt's, glaube ich, noch viel Shit. Willst du das nochmal ausprobieren mit dem Spiel? Ich probier's nur hier kurz. Das sind halt diese... Okay. Wir können ja Geld gegen... Münzen gegen Coins eintauschen. Also du meinst Pay to Win? Ja. So. Wo war die Spielhalle nochmal? Ist das hier? Weiß ich gar nicht. Das sieht doch noch nach Spielhalle aus, oder? Hä? Gut besucht, würde ich sagen. Ja, das ist die Spielhalle. Wirklich? Ja. Aber kann man nicht mehr TMs und so hier kaufen? Weiß nicht. Man kann keine Münzen kaufen. Vielleicht verwechselst du das Casino mit dem Casino in der Kanto-Region. Ja, vielleicht. Mit der Slot-Machine. Wo ich mir damals auch das Porygon gekauft habe. Ach, das
finde ich doof. Wir haben den Radio besetzt. Das ist also der Radioturm. Ja, rein. Das fand ich damals richtig cool, als sie Giovanni so beschwören wollten. Oh. So, wollen wir mit Gino weitermachen? Ja, wir müssen ihn ein bisschen aufleveln, ne? Er braucht ein bisschen Liebe durch Kämpfe. Können wir jedes Mal austauschen. Aber wir brauchen eine schwarze Uniform. Okay. Sicher? Ja. Na, wo kriegen wir eine schwarze Uniform? War das im Original auch so? Ich erinnere mich gar nicht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Okay. Was geht hier so? Ah! Im Untergrund vielleicht? Ja. Okay. Da hatten wir doch hier die speziellen Fotos gemacht. Boah, Alter! Und machen wir ein neues Foto mit unserem neuen Team. Stimmt, wir können mal gucken, wer vom alten Foto alles noch im Leben ist. Oh Gott, oh Gott. Und dann spielen wir die Musik von Band of Brothers ab. Okay. Das gab's definitiv nicht im Original. Ich weiß halt jetzt bei Pokémon Let's Go Pikachu, da konntest du ja die Rocket-Uniform bekommen. Oh ja? Ja. Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. Alter, das ist ein geiles Outfit. Oh, was geht ab? Ist das Bianca? Bianca hat doch pinke Haare. Alter, es geht hier. Der Blumenladen. Ja, wo wir die Schicki-Kanne her haben. Okay, Wirt. Ja. Let's do it. Team Rocket mal gebasht. Glaubst du, das nächste Pokémon nach Schwert und Schild wird Ultra Soul Silver sein? Nein. Edbuzil. Nein. Der wird jetzt auch nicht gegen uns kämpfen. Direkt vor ihm hier. Oh no, ich mochte den Look. Was, Betrug? Du hast auch andere Klamotten. Das kann ja wohl nicht angehen. Okay. Kieflor! Oh, bloß raus, Mann. Ja? Bist du sicher? Kampfattacken bringen nichts. Dann setze ich das hier. Oh nein, ich bin so dumm! Was denn? Warum hast du das Ukodil genommen? Oh nein, jetzt Blättertanz. Oh Gott. Weil ich Eiszahn machen wollte. Willst du es drauf ankommen lassen? Nein, lass es lieber. Alter, your call, Mann. Wird nur so spüren wir, dass wir noch am Leben sind. Nur so und nicht anders. Scheiß Emo-Kind. Fühlst du diesen Rush?
glaube, das ist Zucker. So, Azumarill. Haben wir ein Donner-Pokémon? Nein. Nein. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Haben wir ein Pflanzen-Pokémon? Auch noch nicht. Du tauschst nicht aus? Du willst wirklich spüren, ob wir noch leben. Ist alles oder nichts, Mann. Wir hätten jetzt Voltorb einsetzen können. Wird. Ja, oder Gunnar. Geil. Ja, aber Gunnar hat keinen Donner. Ach so. Den Gunnar meinst du? Gunnar hat gedient. Gunnar, der alte Veteran. General Gunnar. Ja, komm. Pokémon Center. Ja? Ja, du kannst auch natürlich einen Hyperheiler oder einen Paraheiler benutzen. Komm, Paraheiler reicht. Paraheiler, na, weiter geht's. Ja, ist klar. Ja, ganz schön frech hier jetzt, ne? Na, Paraheiler brauchen wir nachher, glaube ich, ein paar mehr. Fühl mit 5 gleich. Fühl mich wohler. Ja. Bin ich bei dir. Was geht mit Pummeluff? Ich dachte früher mal, das wäre ein Schalter. Und nicht Mikrofon. Der rote? Nein, nein, hier. Ach so. Die Mikrofone auf dem Tisch. Ich dachte immer, das wäre ein Schalter. Und ich dachte mal, in der Original-Silber-Edition oder Gold-Edition, dass Professor Linden ein Iro hat. Weil er genau hier so einen Schnitt hat. Geil. Stern Do. Ich mag Team Rocket. Die Standarduniform der Frauen bei denen ist ein Mini-Rock. Okay. Nicht weiter aus. Okay. Tarnung? Und jetzt? What the fuck? Ich hab original gedacht. Das ist ein Typ normal. Das Ding will einfach sterben. Ich hab original gedacht, das Spiel ist abgestürzt. Ich auch. Das wechselt zu normal? Ja, du. Warum ja, nicht? Gut, das möchte sterben. Kriegen wir auch einen Meisterball hier, ne? Nee, oder? Wirklich? Irgendwo muss man noch einen Meisterball bekommen. Wollen wir dafür Lugia einsetzen? Nein, Meisterbälle sind einfach nur dazu da, damit man die nie einsetzt. Oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Stahl. Das ist Stahl. Warum nimmst du nicht Gino? Nein, das ist mir, der hat... Der ist Level 21! Der hat Psychoattacken. Okay. Das ist mir nicht koscher. Okay. Formio. Formio? Komm, machen wir mal Simons daran. Apropos Simons, ist der Tisch noch so klebrig? Nee, ne? Nee. Shiny, baby. Ja, Geist mit Brüsten. Ja, Unlicht. Weißt du? Nice. Ist es vielleicht doch nicht Geist? Unlicht ist auch effektiv gegen Geist, oder? Das ist kein Geist-Pokémon. Nein? Mm-mm. Was dann? Das ist ein Normal-Pokémon. Es ändert doch immer seine Elemente. Oh, Girafik ist, Psycho? Psycho, würde ich behaupten. Alter, Simonster ist halt mega schnell, ne? Mhm. Und Angriff ist halt auch derbe. Garabon. Oh, das ist ein Käfer-Pokémon. Ich würde weitermachen. Ja, mach weiter. Wird ja nicht so stark sein. Berühmte letzte Worte. Drachenwut macht genau 40. Ja, mach bis.
Okay. Ja, Seemonster ist gerade richtig nice. Mhm. Drachenwut? Oh. Aeroass? Das ist ein Flugattack. Ja, es wundert mich gerade beim Käfer-Pokémon. Oh. Lubella. Okay, jetzt kann's raus. Ja. So, Krokei würde ich einsetzen. Krokei würden wir mal leveln, ja, finde ich auch gut. Okay, Wirt. Gerade läuft's. Ja, ja. Noch. Frag mich, was für ein Level die letzte Arena-Leiterin hat. Wir müssen auch durch diese Eishülle noch, ne? Mhm. Die letzte Arena-Leiterin ist die Schwester von Siegfried, ne? Ach ja, stimmt. Drachenlady. Oder ist es ganz gut, dass wir... Holger. Das kann man auch mal ran. Los, mal gucken, was der Holger so zusammen hat. Oh, der Penner sagt uns nicht was. Route 36 war das. Ich schreibe das auf meine unsichtbare Schreibmaschine. Route 36, Holger. So, das Raffinige. Mhm. Ich würde sagen, wir kämpfen hier auf der gesamten Etage noch und dann Pokémon Center, oder? Bitte? Wir machen die gesamte Etage hier sauber und dann ins Pokémon Center. Wegen Seemonster, oder wir können natürlich auch einen Trank einwerfen. Ja, komm, lass mal. Gib mir eine Limo. Lemonade. Okay. Oh, ich hab den ganzen Tag nichts gegessen, ich hab richtig Hunger. Was esse ich denn jetzt gleich noch? Ich hab noch ein Bubblechen im Kühlschrank. Oh ja. Skorgro, ist das ein Gift-Pokémon? Würde ich dadurch behaupten, dass es lila ist? Soll ich einfach schlagen? Na, es fliegt doch, oder? Na gut. Seemonster? Ja, kannst auch Krug einnehmen. Also einfach hier Sondersensor. So, Flugboden ist das. Flugboden? Nee, dann. Was machen wir? Boden? Man kann so Ukodil einsetzen, oder? Ja, der ist halt ein bisschen angeschlagen. Geht schon nicht drauf, geht schon nicht drauf. Alter, dieser scheiß Volltreffer, was soll das denn? Ja. Warum ist das denn lila, wenn es Flugboden ist? Ich dachte auch mal so, an den Farben der Pokémon kann man meistens erkennen, was für ein Element sie haben. Ja, ist es auch so. Meistens, aber nicht immer. Zubat. Zubat ist... Gift? Das ist ein Flug-Pokémon, glaube ich. Flug-Gift? Es wird erst später zu Gift. Ah, okay, mit Golbat? Ja. Glaube ich. I don't know. Aber Eiszahn ist ein guter Call. Ja. Bam, badam, bam, badam. Uff, mir reicht's. Ja, gib mal dem Ukodil was zu trinken und dann... Wird weiter geschnetzelt hier. Eine leckere Limonade? Mmh. 3 Jahre spielt es in der Zukunft, wenn du Rot und Blau nimmst. Ja, ich meinte vom letzten Mal, Cedric ist mittlerweile 13. Flugwasser? Ja, eigentlich müssen wir raus. Auf den Donner-Pokémon. Ukodil, Eiszahn?
Okay. Ernsthaft? Scheiße. Och. Was hat Weißnebel nochmal gemacht? Ich such's mal. Alter. Ich hasse diese dumme Verwirrung. Hm. Mir wurde gesagt, dass man da nicht die ganze Zeit weiterdrücken soll. Ist wahrscheinlich so wie... Unten B. Und B. Alter! Das Pokémon besiegt sich noch selbst. Weißnebel verhindert für 5 Runden lang Statusveränderungen. Bitte? Weißnebel verhindert 5 Runden lang Statusveränderungen. Ah, okay. Ey, B ist eine Lebenseinstellung. Drachel. Das ist ein Drachen-Pokémon. Eiszahn wäre nicht schlecht. Ja, oder Windhose. Eine Drachenattacke. Mhm. Und ein B ist wie das Herz der Karten. Ja, das ist schön gesagt. Das finde ich sehr, sehr schön. Alter. Nice, Mann. Geil. Drachel. Hab ich noch nie gesehen. Das ist die Vorstufe von Brutalander. Das ist dieses heftige Drachen-Pokémon aus Höhen. Wie, Senior? Komm, machen wir weiter. Ah! Das sieht richtig geil aus. Sieht aus wie so ein Megasort. Ja, ist schon ein klassisches Drachendesign, finde ich auch. Ein Visenior. Meinst du, wir schaffen heute noch die Arena? Wir müssen ja noch durch die Höhle. Schwierig. Also ich würde sagen, wir schaffen das hier. Da haben wir jetzt noch gut eine Stunde. Also Team Rocket werden wir hier noch säubern. Eigentlich müssen wir denen nur eine Limonade geben. Ja. Ja, bevor wir in die nächste Region gehen, nochmal ein paar Limos holen. Mir wurden strikte Befehle erteilt. Jeder, der Team Rocket in die Quere kommt, wird pulverisiert. Okay. Okay. Ist das ein Pflanzen-Pokémon? Ja. Pflanze Unlicht sogar, glaube ich. Unlicht? Mhm. Mach mal Kraftwelle. Try and Error. Ziemlich gut. Nice. Mirapla wird auch gebasht. Ja, Mann. Hand ins Gesicht. Bam. Schade. Oh. Schade. Weitermachen? Ja, mach weiter. Gino, Fluss braucht noch ein paar Attacken. So kann es nicht weitergehen. Damn! Volltreffer. Aber trotzdem, braucht ein paar neue Attacken. Ja. Gewaltro. Oh, das ist die letzte Entwicklung des Pflanzenstarters. Ja. Komm, da gehe ich auch nochmal sicher. Das ist gut. Alter, welche Anabolika nimmt denn das Pokémon, dass es sich schon mit Level 23 hier weiterentwickeln kann, also letzte Entwicklungsstufe hat? Na gut, das ist Team Rocket, ne? Die haben wahrscheinlich so Mittel und Wege. Mhm. Hopspross. Ja, komm, machen wir weiter.
So. Flammsturm. Bla, bla, bla. Ja. Easy. Meinst du, wir brauchen Alpollo noch? Das ist eine gute Frage, ne? Wir benutzen das halt relativ selten. Ja. Ich hätte gern Pflanzen-Pokémon, wenn ich ehrlich bin. Naja, wir könnten aber Voltoball reinnehmen. Willst du? Können wir machen, also ich wäre dafür. Wie wär's, wenn wir es dann jetzt doch machen und du machst es in der Zwischenzeit, dass du hier unser Pokémon austauschst, ins Pokémon-Center gehst und so und wir gehen kurz in eine kleine Werbung. Also Budi raus? Budi raus. Hannes rein. It's time for the King. Alles klar. Dann machen wir das eben, gehen in eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück, nehmen den Radioturm an, holen uns den achten Orden und dann geht's los zur Pokémon-Liga. Bis gleich. Nein, da brauchen wir noch einen achten Orden. Welche Bohne bin ich? Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Es ist Mara. Hallo. Hey. Und herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Nuzlocke. Wir haben noch einen kurzen Snack zu uns genommen. Ja. Eine kleine Stärkung. Aber unsere Pokémon sind gestärkt. Obwohl, ja, den Paraheiler könntest du mal einsetzen. I will do that. Mhm. Zwei Hyperheiler hätten wir noch, das ist okay. Ein Paraheiler. Hoffentlich bereuen wir es nicht, dass wir so wenig Heiler haben. Ich glaube nicht. Ja, ist okay. Komm, Gino kriegt das auch hin. Gino's a man. Ich würde gerne wissen, was da ist. Mhm. Also ich weiß noch, damals hier, Rot-Blau, Sylph-Scorp hat man ja... Nee, Sylph-Core. Oder Sylph? Irgendwas mit Sylph-Scorp halt. Das Sylph-Scorp, aber die Company... Oh, das weiß ich nicht. Irgendwas auch mit Sylph war das. Sylph Corporation. Sylph also. Corporation. Da hat man ja das Lapras und Meisterball bekommen. Mhm. In der allerersten Generation musstest du auch Platz für Lapras haben, ansonsten konntest du es nicht mitnehmen. Ja. Das war mega nervig. Ja. Oh nee, ich bin dumm. Was machst du? Ich wollte Knirsche einsetzen. Der Zen-Kopfstoß. Hm. Elevoltec. Haben wir was gegen Elektro? Wir haben nichts gegen Elektro, ne? Nee. Wir sind komplett am Arsch. Pack der Karis rein. Ach man, ey, wir haben eine richtig krasse Lücke. Ja. Ein Pflanzen-Pokémon. Das Pflanzen-Pokémon wäre eigentlich echt gut. Weil Elektroattacken einfach nicht effektiv sind gegen Pflanze. Und Pflanze würde auch gut gegen Wasser ankommen. Ja. Ja, dann macht es halt durch Levels wieder weg. Aber so soll es nicht sein. Ja, das ist nichts, worauf man sich verlassen kann. Sienna? Ich würde hier sitzen. Schön durchknirschen. Ja, Mann. Donphan ist auch gut. Donphan ist gut, das haben wir ganz vergessen. Ja. Wollen wir es Donphan stattdessen mitnehmen, oder? Aber wir haben die Vorentwicklung von Donphan nicht vergessen. Ja. Das muss sich noch entwickeln. Das gleiche gilt auch für Voltoball. Ja. Lass mal hier gleich zurück ins Pokémon Center und Pokémon austauschen. Budi hat ausgedient. Okay. Guck mal, wann sich Donphan entwickelt. Level 25. Ja, es geht ja. Es geht.
Okay. Level 14. Boah, ey. Bericht. Das kriegt aber dann EP-Teiler. Boah, es hat nix. Es hat nichts, es kriegt einen EP-Teiler. Ich guck mal, was er Attacken ist danach noch hat. Das ist Funfi. Aber dann haben wir nichts gegen Finale oder so, ne? Tja. Leben wir dann in der Gefahrenzone. Es lernt mit 15 Walzer. Slam, Ausdauer, Charm, Zuflucht, Risikotackle. Guck mal, was Donphan noch hat. Also das waren gerade keine geilen Attacken. Ja, Walzer ist so das Attraktivste. Hornattacke, Intensität, das ist ziemlich gut. Ja, aber es ist auch so Glücksspiel, ne? Mhm. Erdbeben mit 46. Boah, das dauert auch ganz schön lange. Intensität mit 19. Aber das ist halt, wenn Donphan Level 9... Wie geht denn das denn? Egal. Moment mal, aber das ist jetzt ein ziemlicher Downer, muss ich sagen. Nimm Voltoball erstmal mit. Okay. Booty raus. Ja, Booty raus. Thank you, Booty. Ja. Haben wir irgendwas, um Elektroattacken zu verstärken? Was meinst du? Ja, irgendein Item. Ich glaube, weiß es nicht. Muss mal checken. Wundersaat ist für... Ah, Nugget haben wir noch. Ja, Nugget können wir noch verkaufen. Schwarzgurt. Ja, das geben wir nachher dann unseren unserem Lucario, wenn es soweit ist. Elektroattacken können wir gerade, aber warum willst du Elektroattacken verstärken? Ach so, ja. Ich weiß nicht. Was ist heute mit mir los? Ich bin komplett durch den Wind. Ein bisschen. Jetzt kein Bude hier einspielen. Was ist los? Wollte nur kurz nochmal checken. Hm, das ist cool. Let's do this. Morabel. Boden, Wasser, ne? Mhm. Ja. Ich glaube, wir müssten vielleicht auch hier ins Pokémon Center, damit die ganzen Attacken wieder regenerieren. Ja, das ist leider wahr. So knapp. Was meinst du, wann entwickelt es sich? Gute Frage. Könnte nach dem nächsten Kampf. Da kommen wir nicht durch. Mhm. Das heißt, wir müssten theoretisch hoch, aber lass doch erstmal runter ins Pokémon Center, damit die APs. Oder wir machen jetzt erstmal alles fertig, bevor wir dann durch die Tür gehen, heilen wir nochmal. Mhm. Was geht hier? Hilf mir, Mauzi! Zalter! Sender whatever. Na gut. Wirt macht mich rasend, der fast nie in den Chat schaut. Wirt! Wirt, hör auf! Mein voller Erfolg. So, Jan, was hast du zu sagen? Ich will mal gucken, was Jan sagt. Jan sagt nichts, außer dass ich nicht in den Chat schaue. Gut, hat sich erledigt. Kraftwelle speziell. Okay. Nationalpark Schaufler holen und Budi beibringen. Oh, aber warum Budi? Weiß nicht. Lasho King. Aber es ist ein Psycho. Elektro. Wobei, hey, wir haben Voltoball. Ach stimmt, wir haben einen Voltoball. Ich vergesse es voll. Wir könnten dem den EP-Teiler geben. Wie wär's denn damit? Wirt kennt die Mods. Kennst du die Mods, Wirt? Wirt geht zumindest zu den Mods treffen. Ja. Wann ist denn das? Hm.
Sag's mir, wenn mir das vorbei Games, ist. Vor der Gamescom war Mod-Treffen. Ach was, wirklich? Ja. Das habe ich ja komplett verpasst. Bist du beim Community-Treffen dabei? Vielleicht. Ah ja, okay. Dann sehen wir uns ja dort. Vielleicht. So, machen wir mal hier einen Server. So. Ukodil 34. Mal weiter. Ninja Tom? Ja, das war dieses ganz komische Pokémon. Ja. Ah, es ja, kann ja. Nur gegen das, was schwach ist. Ja. Vergessen. Es ist nicht Major Tom, es ist Ninja Tom. Nun. Wir hätten noch eine Eisattacke machen können. Ja? Ist Eis stark gegen Käfer? Ich denke schon. Wir gucken uns die Tabelle an. Angriff, Eis, Käfer. Nee, das ist einfach ganz normal. Okay. Steht hier. Wer ist Lance? Achso, das ist der Radiomoderator. Okay. Hier im Forum haben die schon hier kein Booty abgespielt. Da wissen die schon, was los ist. Das geklatscht. Ein zweiter Tag kriegt es nicht hin, weil es voll drauf geht. Wollen wir Voltobei jetzt den EP-Teiler geben? Könnten wir, ne? Kecleon. Kampf-Pokémon wäre gut, ne? Ich habe ein bisschen Schiss. Sollen wir weitermachen? Ja, wir haben keine Kampfattacken mehr. Ja, stimmt. Lass Hannes mal. Lass Hannes doch mal was machen hier. Sicher? Ja, lass ihn mal glänzen. Der glänzt gleich. Sein letztes Stündlein. Annette war schon da. Die hat ganz früh angerufen heute. Funkensprung. Ha! Jetzt bist du nicht mehr so fix, ne? Komm, Hannes macht's. Der guckt auch so wie Hannes. Ein bisschen, ne? Ja. Ich mag Kekleon. Das ist so ein Elektro-Typ. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt sind unsere Attacken nicht mehr effektiv oder generell effektiv. Walzer? Das ist halt eine Attacke für den Long Run. Oh nein. Oh nein. Ah, ja, scheiße. Nee, aber wir können es dann auch nicht mehr einsetzen. Also, was? Das war... So viel zu glänzen. Ja, das war eine sehr kurze, wie soll ich sagen, Amtszeit von King Hannes. Mhm. Wir werden ihn nicht vergessen. Hannes, der Glänzende. Mhm. Hannes, der... Ich weiß, ich kann nichts dazu sagen. Oh oh. Togetic? Das ist ein Flug-Pokémon. Eiszahn. Das ist wie so ein Fluch, als ob das Spiel nicht möchte, dass wir ein Elektro-Pokémon haben. Ja, irgendwie nicht, ne? Shit, das Ding geht auf meine Kappe.
das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe irgendwie das Gefühl oder die Hoffnung, dass wir... noch ein Pflanzen-Pokémon bekommen? Irgendwie sowas. Entweder Pflanze oder Elektro. Uiuiui. Gerne. Ja, kommt schon nicht dazu, dass es einschläft. Zeit für Blitzer, also das finde ich jetzt lächerlich. Also wir haben euch voten lassen, ihr habt euch für Nachtara entschieden. Ja, und wir können das eh nicht machen. Wenn wir jetzt uns dagegen entscheiden, dann ist es doch lächerlich. Dann ist der Vote ja total irrelevant gewesen. Das können wir doch eh nicht machen. Ja, wir haben keinen Blitz, keinen Donnerstein. Lass uns mal erst hier raus, ja, das ist ein Pokémon Center und Hannes rausnehmen. Revote. Ich find's geil, wie du dich strikt dagegen wehrst, Mara irgendwie ins Team zu nehmen. Ja, das ist ein Prinzip halt. Also ich war schon total dagegen, das Ding nach Mara zu nennen. Was ist das für eine weirde Rivalität, die ihr da fährt? Das ist keine Rivalität, sie hat unsere Sandeslot. Na gut. Revote, dann wählen wir Aquana. Nein. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Oh, Digga. Zielwasser, ich glaube, brauchst noch vielleicht noch eine Fritz. Ach, Mann. Ja, pack in die Totenkiste. Ist ganz rechts, ja. Okay, wer kommt diesmal mit? Suicide Mission! Who is next? Suicide Mission! Who is next? Wollen wir ein Boden-Pokémon mitnehmen? Wir haben kein Boden-Pokémon. Ist das etwa die Zeit von Linkshi 2? Oh, Linkshi 2, Baby! Oder wir nehmen Fani mit. Krani Fani? Ich weiß nicht, ey, die Attacken haben mich richtig abgeturnt. Ja, dann nimm Linkshi 2. Aber das macht ja auch keinen Sinn, Linkshi 2. Wir holen Gunnar aus dem Ruhestand zurück. Ich würde Gunnar wieder mitnehmen. Oder Budi? Hey, ich würde Gunnar mitnehmen. Ja? Ja. Sorry, Gunnar, dass wir dich aus dem Ruhestand zurückholen. Das ist ein schlechter Arschlöcher, ey. Gerade als ich dachte, dass ich raus bin, holen sie mich wieder. Ich bin viel zu alt für den Shit. Zu Jupp Heynckes mit dem FC Bayern. Wir sind der FC Bayern? Ja. Schön wär's. Ja, wir nehmen jetzt einfach Gunnar mit so lange. Wobei, wir könnten auch Doom mitnehmen. Ist Doom nicht viel stärker als Gunnar? Weiß nicht, aber Gunnar ist ganz schön flink. Ja, komm, scheiß drauf, wir nehmen es jetzt einfach so mit. Wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Gebe ich EP-Teiler Voltoball? Voltoball? Oh nein! Also, wir hätten ja auch einen Tauboga im Petto gehabt, ne? Tauboss, meinst du? Können wir jetzt zu Tauboss entwickeln. Ne, wir haben Tauboss. Wir haben Tauboss? Ja. Damn, boy. Lass uns ein Wettrennen machen. Ich hasse diesen Rivalen. Lass uns ein Wettrennen machen, lass uns ein Wettrennen machen. Ich hab nur diese Animation. Oh. Excellent. Ja, mit dem Arena-Leiter wird das, glaube ich, heute nichts mehr. Nee. Kabutops. Oh shit, das ist stark. Das ist wirklich stark. Machen wir trotzdem weiter. Nämlich ein. Ah, ist ein Gestein-Pokémon. Ja, ist doch effektiv dann. Ja. Hopp ist ein Opfer. Oh, die nächste Attacke ist ein Volltreffer. Ah, oh, der stirbt vorher. Oh, fuck! Was? Es hat überlebt? Was ist denn da passiert? Hä? Wie haben wir das überlebt? Wegen Ausdauer, glaube ich. Aber Ausdauer sorgt doch dafür, dass es ein Volltreffer. Wie hart kann man daneben treffen?
Oder ist Energie vorhanden? Oh, fuck. Es hat doch Energiefokus gehabt, oder? Nee, es war Ausdauer. Ausdauer. Es war kein Energiefokus. Hab ich mich verlesen. Zu sehr beschäftigt, dass Hopp ein Opfer war. Schildhaubentlung gehabt. Holy. Das war nochmal... Ausdauer ist ein KP überleben. Ah. Ich bring die Attacken durcheinander. Okay, was geht hier? Haben wir auch einen Schlüssel oder so, ne? Intendant. Mhm. Sender ab heute mit dem herrlichen neuen Programm zur Huldigung von Team Rocket auf Sendung gehen wird. Ich erwarte von euch allen, dass ihr ohne Murren ein tolles Programm abliegt. Nani. Jetzt will ich gerne. Lambda. Er war schon Intendant. Welchen Zufall, ne? Lambda hier und morgen kommt auch Lambda. Half-Life. Bin ich gespannt. Holy, ein volles Team? Yugong. Okay, Alex, nichts oder schreibt, der Typ hat in meinem Nuzlocke-Run alle gekillt. So, das ist ein Eis-Wasser-Pokémon. Ja, was sollen wir machen? Wir haben nichts dagegen. Wir haben ein Feuer-Pokémon, ja, aber das würde dann draufgehen. Wir können natürlich Donner einsetzen mit Gunnar. Level 27. Ich würde jetzt einfach kämpfen und... Kampf. Ja, benutze einfach... Kampf. Wir müssen einfach hoffen. Kampf. Was bleibt uns denn? Außer die... Ist gut. Effektiv? Das ist effektiv? Habe ich irgendwas verpasst? Umgibt sich mit einem Wasserring. Kampf ist gut gegen... Kampf ist gut gegen Eis. Das merke ich mir immer. Shit. Egal. Es schläft. In 3 Runden ist es weg. Aber dafür haben wir keinen. Keine Kraftwelle mehr, ne? Nee. Ja, ist Gino Plus immer raus. Ach, die. Nervig. Schläft immer noch, sehr gut. Einmal noch und es ist weg. Alter. Ja. Alter. Der Dugong. Egal. Burger. Krokodil, Eiszahn. Ja. Okay. Eins, ja. Ja, gut. Okay. Blitzer. Haben wir einen Boden-Pokémon mitgenommen? Nee, aber ich glaube, dass Dracarys eine gute Wahl ist. Ja, Dracarys ist ein guter Call. Och man, ich will das auch haben. Donnerschock. Alter. Ja. Fuchs. Oh, okay. Okay. Alter, wie viele Pokémon hat der noch? Er hat 6 insgesamt. Shit, okay, nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Was geht ab? Okay. Ruckzuckhieb? Nein, nein, nein. Da gebe ich auf. Wenn er Paralyse. Die Chance, dass er nicht angreift und der dann jetzt plötzlich. Aber ist bei Ruckzuckhieb nicht Erstschlag Garantie? Nein. Wenn er paralysiert ist, ist er paralysiert. Ach so, du meinst, dass Paralyse eingreifen kann? Ja, genau. Okay.
Da will ich nicht, ja, okay. Nichts riskieren. Okay, verstehe ich. Simons oder Ukodil? Er wird definitiv eine Wasserattacke machen. Er wird doch irgendwie... Oder nur Boden. Ja, eins von beiden. Schlammbombe. Wäre beides nicht gut gewesen. Ja. Elektro-Pokémon sind immer noch so... sind immer noch zu allergisch gegen Elektro-Pokémon. Ja. Ja, da hast du leider recht. Eine Pflanze würde das komplett nichtig machen. Okay. Komm, ich probier's mal. Ja, siehst du? Ja. Das hätte passieren können. You are right. Drei hat er noch, oder? Oh, das ist dieses Wassergestein-Ding, ey. Oh, da kommt jetzt das ganze Wasserkacke raus. Gunnar? Das sind alle Level 30, ne? Ja. Komm, ich probier's mit Gunnar. Ja. Also, wenn's Gestein ist, haben wir ein Problem. Dann können wir keinen Donner einsetzen. Zwei hat er. Ah, fuck, das hab ich... Hab das vor 2 Sekunden gesagt. Setz du. Ist es effektiv? Ist es effektiv? Paralyse? Ja. Okay. Alter Gunnar, er gibt noch mal alles. Der alte Veteran, ne? Okay, warte. Jetzt nicht noch mal Donner machen. Alter, das war eine glatte 1. Das ist einfach eine glatte 1 gewesen. Oh, noch mit einem Volltreffer. Alter, Gunnar, ey. Der hat wieder Bock zu kämpfen, der hat Bock zu kämpfen. Der möchte nicht auf die Bank, der möchte nicht in Ruhestand. Der möchte kämpfen. Das ist ein Fighter. Was für ein Pokémon kommt jetzt? Mushas. Ey, ganz im Ernst. Ja, lass Garados kämpfen. Machen wir... Gunnar könnte weitermachen. Ja, Gunnar könnte weitermachen. Lass mal hier. Ja, Gunnar hätte weitermachen können. Warum haben wir ausgetauscht? Ich stehe im Rückstand. Ja. Hell yeah. Nicht gut. Garados ist ein Flug-Pokémon. Ah? Drachenwut. Okay. Das wird doch nicht so viel KP haben. Ja. Boah. Ja. Puh. Keine Verluste. Ja, war schon ein bisschen intensiver. Aber hatten wir eigentlich jederzeit unter Kontrolle. Ja, und trotzdem würde ich ins Pokémon Center dadurch. Weil man weiß ja nie, wie es gleich zum Schlüssel ist. Schlüssel. Untergrundlagerhaus. Den Kelleröffner haben wir. Julia, nein, jetzt nicht. Was will der? Komm, ganz kurz mal. Was willst du? Jetzt. Wie geht's? Erinnerst du dich an mein cooles Smogon? Ach Gott, ja, komm. Es gibt viele davon, doch dieses gehört mir. So, wir müssen jetzt in den Untergrund, oder was? Ja. Aber passt ja ganz gut, weil wir sowieso ins Pokémon Center wollten. Das hier ist der reguläre Türöffner. Ja. Ja, okay. Alter, die letzten 2 Folgen viel mit Team Rocket jetzt zusammengehangen. Okay. So. Aha, aha, yeah.
aha, yeah. Put your hands in the air. Oh, fuck, jetzt ist der Beat weggegangen. Okay. Okay. Weiter in den Untergrund. Pokémon Underground. Jed, wann glaubst du, werden wir das erste Mal so richtig strugglen? Ich hatte eben echt... Oh, die Kimono Girls. Ich dachte vorhin, dass wir bei Lambda schon Probleme hätten. Ach, es geht. Nicht das gleich, aber dieser Suicune oder Suicune Stalker. Oh, nein. Oh, der Pokestalker. Pirouette und weiter. Okay. Was geht hier ab? Speicher mal ab. Alter, wir 26 Stunden. Mhm. 26 Stunden unseres Lebens haben wir jetzt mit dem Quatsch hier verbracht. Das ist kein Quatsch. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Na gut. Och, ist das jetzt hier wieder so ein kompletter Dungeon oder was? Yes. Och. Rivale. Oh, ich hoffe, er ist nicht so stark. Okay. Shit, wir hätten noch ein paar Tränke geholt, so ein Paraheiler, so ein Schüssel. Ja. Fünf Pokémon, Alter. Ist das ein Psycho-Pokémon? Ist Kampf auch. Was macht man denn da jetzt? Dracaris? Nein, wie heißt es? Impagator. Eiszahl meinst du? Naja, Geisterattacken oder Unlicht. Ist doch ein Psycho-Pokémon. Ich weiß nicht, ob das auch Kampf ist. Ich glaube schon. Ja, es ist auch Kampf, aber trotzdem. Das muss ja effektiv sein. Du hast recht, cool. Sehr guter Call wird. Oh, Krokai wäre perfekt gewesen. Flug-Pokémon. Mm. Flug normal. Macho-Mai. Macho-Mai. Ja, Krokai. Okay. Was für ein Level war das denn vorhin? 30, ne? Ja. Puh. Ja, langsam zieht's ein bisschen an. Ja. Sondersensor? Du willst fliegen. Fliegen würde auch gehen. Ja, fliegen würde auch gehen. Soll ich fliegen nehmen? Kannst machen. Überroller. Vergeltung. Das hört sich ja richtig geil an. Mhm. Holla, die Waldfee. Das zieht 40 oder so ab, oder? Kommt, was für ein Level es hat, ne? Oh nein, oh nein. Holy. Da ist es dann plötzlich wieder schneller, ne? Beim Geowurf. Ja, ist auch komisch. Ja. Nidoqueen. Ist das nicht Giftboden oder so? War Nidoking nicht Giftboden? Und was ist Nidoqueen? Nidoqueen ist gleich auch Boden. Ist doch genau das gleiche. Nur weiblich. Giftboden, ja. Ja, was nehme ich da? Irgendwas mit Psycho-Attacken. Ja, Boden. Was ist denn mit Eiszahn, Knirscher? Na, Surfer könnten wir doch benutzen gegen Boden. Ja. 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 Das ist tanky, ey. Uff. Okay. Kein Surfer verschwenden. Oh. Ja, geil. Oh Mann, ey.
Shit. Simsalam, Psycho-Pokémon. Bleib drin. Alter, der wartet hier echt mit krassen Viechern auf. Knirsch ist gut. Das überlebt er. Jetzt Psychokinese, ey. Psychstrahl. Hacking. Ja. Das sind richtig gute Pokémon. Mhm. Shit, ey. Enteron. Ist das Zeit für Gunnar wieder zu scheinen, oder was? Ey, das Problem ist, Gunnar ist low. Ist Level 27. Was kann uns dein Enteron anhaben? Könnte Psycho-Attacken machen? Wasser-Attacken? Kann Enteron Psycho-Attacken? Ich weiß es gar nicht. Behaupte es halt immer. Ja, doch. Weil Enteron halt. Doch, Enteron. Pokémon-Serie. Enteron kann. Halt. Oder Simonster? Lass Simonster mal was machen, oder? Simonster? Oder Gunnar. Ja, Gunnar hat. Ja, Gunnar, 68 KP. Wir können Windhose einsetzen. Ja. Oder Drachenwut. Ja, machen wir es. Drachenwut macht genau 40. Ja. Wenn das Enteron jetzt so. Ja. Komm. Ah, Level 28 hätten wir Gunnar machen können. Ja. Erstmal schön Bedroher. Mhm. Windhose finde ich gut. Sollte es so sein? Zubeißen? Gucken wir das mal. Ja, Drachenwut. Obwohl, es hat sich zurückgeschreckt, ne? Das macht 40, das muss gut gehen. Ja. Drachenwut. Ja, klar. Ja, beißt zu. Vielleicht schreckt es nochmal zurück. Setzt der Tränke ein? Ja. Okay. Bei seinem letzten Pokémon vielleicht. War das nicht sein letztes? Oh, es war sein letztes. Ja. Boah, puh. Okay. Pokémon Center wieder, ne? Und dann Paraheiler holen. Ja, Ukuli ist vergiftet, Krogeis angeschlagen. Zurück? Ja. Ich mach mal Turbo. Ukudil stirbt nicht, ne? Es stirbt nicht. Es bleibt bei einem KP. Das ist seit der Generation dann halt. Okay. Ich frag mich, ob uns noch irgendwas schocken kann. Stimmt. Also Lambda war jetzt schon ein kleiner Schock. Findest du? Ja. Ey, mit 6 Pokémon und... Ich habe das Gefühl gehabt, wir hatten alles im Griff. Mach mal Turbo. Mhm. Oh. Lil. So. Okay. Okay. Unten geht's nicht weiter. Ja, aber da können wir kämpfen. Sieh die doch als Erfahrungspunkte an, die wir bekommen. Ja, aber wir gehen da so oder so raus. Okay. Öffnet sich eine Tür, schließt sich die andere. Okay. Oh, sehr deep. Rocketrüppel. Kieflor. Kampf ist gut, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich probier's einfach raus. Nee, ganz im Gegenteil. Ach komm, ey. Wundervoll! Ja, wir haben doch wahrscheinlich noch hier irgendwas gegen Gift. Ja, pack doch, Togetic rein. Schön den Sondersensor raushängen lassen. Das ist eine Aromakur. Halt es sich jetzt.
Okay. Okay. Nice. Wann lernt Krogai eigentlich eine neue Attacke? Das ist eine gute Frage. Ich wollte gerade Krogai eingeben. Cargo. So, mit 33 lernt es Antikraft. Oh, das ist gut. 60. Aber Moment, sind wir nicht? Nee, wir sind 32 oder ja. So. Danach kommt Bodyguard, Staffelette. Staffelette, Risiko, Tackle und Zuflucht. Ich glaube, wir müssen selbst Attacken rausfinden und dem beibringen. Boah, wie Finst oder was? So ein Aero-Ass. Ich liebe das Pokémon, das sieht mega cool aus. Ein Aero-Ass wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, ne? Ja. Aero-Ass. Oh. No, mein Fußstrahl. Nice. Jack. Ukulele weiß, worauf es ankommt. Fokus. Bam, 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 bam. Okay, heilen? Giftheiler? Ja. Yeah. Gegen Gift. Giftheiler, gegen Gift, ne? Ja, schön. Und weiter. Schnell. Alter, Gino ist schon 35? Wie schnell ist das denn passiert? Der wird so schnell alt. Sprich ihn mal an. Den hier? Nein, Gino. Ja. Geil. Papa genau. Entwickelt sich bald weiter. Wir müssen sowieso gegen alle kämpfen. Oder wollen es doch machen. Also, lass doch erstmal gegen alle kämpfen, bevor wir jetzt die Schalter umlegen. Okay. Gleich rumpelt's in der Kiste. Gib mir all deine Items. Alter, was ist das denn? Das ist ein Dieb. Dieb. Ist es nur Boden oder ist es auch Gestein? Weil wenn es Gestein ist, können wir es einfach zu Klump hauen. Ist aber auch Gestein. Skrr! Okay. Ah, fucking Sand. Nicht Kampf macht vierfach Schaden. Kangama. Das Gestein-Pokémon. Ah ja. Kangama, lass drin. Da ist Gino dran. Genau hier. Patsch. Kraftwelle. Volltreffer. Knilz. Oh, das wäre ein guter Nils-Name. Knilz, ja. Der Karis oder Krokodil oder Krogai? Ach, Krogai. Alles auf Bizeps. Ey, warte. Gunnar mit 27 im Ruhestand, als wäre ein E-Sportler. Hat genug Kohle gemacht, ja. Ist doch gut. Schon, das wäre Fliegen gewesen. Warum macht das keinen Schaden? Scheiß Dieb. Sei kein Dieb. Steh und heilen. Das muss drin sein in einem Spiel. Ist auch ein Dieb. Ja, die nutzen die Lage, ne? Die Situation. Ja. Die Stadt ist in Aufruhr. Okay, plündern. Anflammen. Baby-Pokémon gegen Baby-Pokémon. Oh. Sind wir schon Stahl oder nur Kampf?
Schon gut. Stahl sind wir, glaube ich, erst mit Lucario. Ja. Kirlia. Sein Psycho-Pokémon. Oh, es ist so gut. Das Ukudil ist sowieso das Schweizer Taschenmesser. Ja, ey, ohne Scheiß. Ukudil ist so ein wichtiger Fang gewesen. Ja. KP schon. Hm. Pretty good. Okay. Ja, so viel Zeit haben wir leider nicht mehr, ey. Zehn Minuten ist schon vorbei, ja. Aber wir haben echt viel Fortschritt gemacht heute. Ja, ja. Snubul. Dauert nicht mehr lange, bis es in die Pokémon-Liga geht und dann wird es richtig interessant. Oh, ja, 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 ja. Top 4. Ins dein Gesicht. Ins dein Gesicht. Okay. Also Gino Plus ist echt praktisch gegen die ganzen Normal-Pokémon. Mit dieser Facepalm-Attacke. Okay. Das ist Gino. Warte, ich stell dich auf Lautsprecher. Hey, Gino, was geht? Hey, Leute, Jungs, könntet ihr Gino Plus ein bisschen mehr Liebe geben? Alter, ja. Gino bekommt die krasseste Liebe von echt, uns. Echt, guck dir das mal an, du bist schon Level 36. Geh mal jetzt auf den Screen und schau mal, was da gerade ist, Alter. Du gibst den Leuten. Ja? Okay. Ja. Ey, du. Ich brauche auch ab und zu Massage und Liebe, Jungs. So, aber jetzt ist mal gut. Langsam aber sicher könntest du dich auch ein bisschen entwickeln. Ja, echt, ey. Wir brauchen Lucario. Nicht immer alles auf Bizeps, auch ein bisschen Legs trainieren. Ja, never skip Leg Day. Geht los. Alles danke. Klar. Ich entwickle ich mich. Sehr schön. Danke, ja. Jungs. Ja, zu danken. Danke dir. Tschüss. Tschö. So. Wenn er sich jetzt entwickelt, feier ich. Alles erreicht. Alles erreicht, würde ich mal sagen. Oh, schade. Sprich ihn nochmal an, Mann. Sprich Gino nochmal an. Hier, mein Chip. Achte auf die Farben. Okay. Schalter, haben wir alle besiegt? Naja, bis auf den hier. Den können wir auch noch klatschen. Na gut. Also, das ist ein lila Schalter. Da sind blau, rot und grün. Müssen wir vielleicht blau und rot mischen oder so? Ich hab keine Ahnung von dem Schalterrätsel. Ja, wir gucken gleich mal. Arcani. Er ist schon fett, aber wir haben hier unser Jacaris. Ist fetter. Okay. Nein. Obwohl, Level 36. Komm, Alter, das ist Gino, Mann. Das ist Gino. Dynamite! Okay, raus. Schnell raus. Ja, denkt sich Arcani auch. Gib mir Gegner und keine Opfer. Ja, aber dann ist er bei Gunnar falsch. Ja. Gib mir Opfer. Okay. Ach komm. Ja, ist okay. I guess. Bist du sicher? Ich glaube nicht. Ja, was soll Arcani schon machen? Ein Feuersturm. Wow. Ja, mach. Oh, das war eine schlechte Idee. Okay, es geht. Ist ja kein Donnerzahn. Mhm. Mal fliegen. Nee, es dauert mir zu lange. Okay. Schön Feuerheiler. Shit, der Gunnar will es nochmal wissen. Ja, Gunnar möchte es wissen. Das wird ganz cool. Ganz genau. Mhm. So, Feuerheiler. Wir haben Number One. Ja. Ich glaube kaum bisher benutzt.
Noch ein Limo hinterher. Mhm. Alles klar, jetzt mal ein bisschen so das Rätsel checken. Okay. Ja, das ging schnell. Nun. So, Tengu-List. Ah, weiß wie ein Tengu aussieht. Das ist jetzt ein Pflanzen... Für mich sieht es wie ein Pflanzen-Pokémon aus. Ja, ist Kampf stark gegen Pflanze? Nein. Das hatten wir vorhin schon gehabt gegen Giflor. Ja, ich verraff das immer. Komm, lass mal ein bisschen Dracarys was machen. Ich hab keine Ahnung. Hat er uns gerade den Stinkefinger gezeigt? Wow. Das ist Pflanze und Licht. Interessante Kombination. Das ist ein Typ hässlich. Ja. Ey, das ist voll gemein. Yeah. All Pokémon matter. Bidifas. Ach, das ist dieses Normal-Pokémon, glaube ich. Bidifas. Dead Bieber. Ja, genau. So, die japanische Version vom Obi-Bieber. Hey. Gino ist da zum Klatschen. So, was machen wir denn mit dem EP-Teiler? Ich finde, so wie wir gerade spielen, ist vollkommen in Ordnung. Ja? Wir müssen es nicht mehr nochmal aufteilen. Wer hat gerade angerufen? Keine Ahnung. Hoffentlich war es nicht wieder dieser komische Amadeus oder so. Der war strange. Glaubt ihr, er hat was von seinen Bettgeschichten erzählt? Was ist... Oh, Moment. Was ist das hier? Ja, ist cool. Okay, das ist, glaube ich, der letzte Kampf heute. Mhm. Na, warte. Okay, wir haben nicht mehr so viel, Attacken für Gino, ne? Ja. Haben wir noch einen Äther? Oh, guck mal, hier könnt ihr das nochmal einsetzen. Ich würde die Äther für die Pokémon-Liga aufheben. Okay. Machen wir Kraftwelle. Okay. Stark. Mhm. Gino halt. Ariados. Ach, das ist das. Die Spinne. Feuer? Ja, komm, oldschool. Obwohl, ja. Simon Star 2 müssen wir auch ein bisschen leveln, ne? Ja. So, Flammensturm. Okay. Nice. 960. Checken wir mal, was hier noch so ist. Sprich nochmal mit Gino. Er möchte mit uns spielen. Du hast Leute kloppen. Was geht hier? Oh. Speicher doch einfach. Bevor wir weiter. Warum gehst du da? Easy. Ulti-Fluff. Ja. Erklär das Mara gleich. Erklär das Mara, warum Ulti-Fluff. Ulti-Fluff, wir werden jetzt hier speichern. Nein. Doch, wir kriegen das hin. Bevor wir den Kampf machen, wir das nächste Mal. Okay. Alright. Okay, cool. So, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mhm. Wieder eine Sendung, wo niemand gestorben ist, keine Verluste. Wir haben uns. Hannes! Scheiße, stimmt. Wir werden ihm huldigen. Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Jetzt geht's weiter mit Nerd of the Rings. Mit Mara und Anton und nachher dann sind wir auch bei der
bei der Lego Show. Wie genau, Steinmatch. Steinmatch. Und ihr seht das gerade, der Supporters Club ist gar nicht mal so unwichtig. Also wenn ihr Lust habt, dieses Let's Play oder generell den Sender zu unterstützen, geht sehr gerne auf rocketbeans.tv/supportersclub. Und da könnt ihr alle Informationen euch heraussuchen, um uns weiter zu unterstützen. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Jetzt viel Spaß mit Nerds of the Rings und mit dem restlichen Programm hier auf rocketbeans.tv.